Ja, hallo, guten Tag, hallo, was geht los da rein? Hallo. Baywatch Berlin geht wieder los jetzt offenbar. Ich möchte direkt eine Hörerfrage beantworten. Der Xaver hat mir geschrieben, guten Abend, Klaas. Ich wollte mal eine Frage stellen, welche du mir wahrscheinlich am besten beantworten kannst. Nämlich wollte ich fragen, ob Moderator ein schwieriger / anstrengender Job ist. Ja, und? Da bin ich aber auch gespannt. Also es ist fast eine Frage an den Prominenten eingesandt, oder? Ja, ich möchte das direkt beantworten. Für alle, ja, Leute, die interessiert sind an meinem Berufsstand. Es ist sehr schwierig, es ist auch sehr anstrengend, kommt aber drauf an, was man macht. Ich würde jetzt vielen Leuten zu Hause, die sagen, ich will auch Moderator oder Moderatorin werden, würde ich sagen, lieber nicht. Ach. Weil die meisten Sachen, die man moderieren kann, sind Kacke. Und das Problem ist, dass man also meistens als Moderator dann halt irgendwas moderieren muss. Und die meisten Dinge, die es so zu moderieren gibt, also abseits des Fernsehens, aber auch im Fernsehen, die sind nicht gut. Das macht keinen Spaß. Ja. Manchmal muss man als junger Moderator da durch und muss also sehr viel, in Anführungsstrichen, wegmoderieren. Ja. Und wegmoderieren sagt man, damit es vorbei ist. Ja. Man moderiert es, damit es danach vorbei ist, damit man es aus dem Weg geräumt hat, wie ein Problem. Aber weißt du, was die ehrliche Kunst in der Karriereplanung ist? Also man muss ja dann jeden Dreck erstmal moderieren, der einem so angeboten wird, um erstmal im Fernsehen oder nicht wo auch immer jeden zu sein. Aber nicht eben jeden. Nicht jeden. Und dieser Dreck, den man moderiert, darf nicht so negativ auf einen zurück reflektieren, ja, dass man selber in so ein Fahrwasser kommt von Scheiße. Und dann bist du irgendwann der Scheiße weg. Moderierer. Und dann musst du auf Privatsendern jeden Dreck, jede Drecksidee musst du dann runter moderieren. Man muss sich also die Schattierungen der Scheiße, ja, dafür muss man ein Gespür entwickeln. Ja. Man muss genau wissen, was ist Bumerang-Scheiße und was ist egal. Ja. Wird vergessen. Wird vergessen. Ja. Ich habe auch schon Werbejobs angenommen, weil ich habe das Konzept gelesen, habe gesagt, okay, wenn die das so machen, wie es hier steht, wird es niemals jemand mitbekommen. Und das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Ja. Dann habe ich gesagt, da bin ich dabei. Okay. Also da mache ich mit. Würdest du sagen, es gibt auch sowas, dass man sich vor so einem Werbedienst nochmal anschaut, wie wird das eigentlich verteilt werden? Wo läuft das überhaupt? Ist das so ein Spot bei Radio Lippe? Oder? Na klar. Ja. Also bei so großen Sachen, da weiß, ja, man natürlich, dass da kann man nicht dran vorbei. Und da muss, ja, man dann schon gucken, dass es also jetzt nicht... Muss man dann mit Schwung machen, ne? Muss man auch leben dann einfach. Das muss man dann, ja, leben. Das ist auch in Ordnung. Das muss man auch lieben. Man muss die, ja, Produkte lieben, man muss überzeugt, ja, werden von dem Produkt und muss dann als Überzeugungstäter, ja, dann losziehen und die Werbung dann machen. So wie wir bist das hier von auch machen. Von allem überzeugt, was du von allem bin, ja, ich überzeugt. Ja, frag dich doch selber schon. Ich meine, wir empfehlen ja hier auch mal von Herzen. Das sind ja wirklich nur Produkte. Edelprodukte. Ja. Genau, aber manchmal gibt es Dinge, von denen man genau weiß, da. Also es war so vor allen Dingen am Anfang, damals vor 15 Jahren oder sowas oder 12 Jahren oder so, wenn es halt so hieß, wir machen das jetzt nur im Internet, da war das noch sowas Verrücktes, nur im Internet und wir machen das jetzt gar nicht im Fernsehen, wir machen nur Werbung im Internet und man hat das so gelesen, hat gesagt, ja, das geht jetzt ins Internet und da wird es wohl auch bleiben. Kannst du dich noch konkret an einen Job erinnern, den du wirklich nur für die Knete gemacht hast und du heute sagst, gut, dass das nicht so auf dem Radar war? Ja, aber ich sage natürlich nicht jetzt was. Warum, ne, nicht? Nö, weil ist das doch verjährt wahrscheinlich. Oder doch nicht? Komm, gib dir einen Ruck. Gib dir mal einen Ruck. Sag doch mal was wo du sagst, komm, das war jetzt nicht nötig. Ne? Ich habe mal Werbung für Pringles gemacht. Ach. Diese Chips, ich mag keine Chips. Siehst du, das weiß ich nicht mal ich, obwohl ich wahrscheinlich auch da schon in deinem Leben war. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Nee, Pringles, also ganz, ganz. Wird ganz jetzt alles wieder rausgeholt. Ja. Ja. Und da hast du dann gesagt, dass sie dir lecker schmecken. Die schmecken lecker, habe ich gesagt. Okay. War das wirklich ein TV-Spot? Oder? Boah, weiß ich nur gar nicht mehr. Im Internet. Das ging wochenlang. Ich habe keine, ja, Ahnung. Also, da haben wir eine Menge gemacht. Joko war auch dabei. Pringles. Der war auch dabei. Ja, aber Pringles schmecken ja für Leute, die Chips mögen. Ist sind das Premium? Chips. Das, ja, sind gute, ne? Das, ja, sind ich auch teure, esse keine, ne, Chips, aber ich esse sowas teuer, nämlich, ja, auch nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich mag so salzige, also ich mag, bin auch kein Salziger, wir sind süße, Klaas. Das sind Schmitti wir. Ist aber ein Salziger. Aber die haben mich halt für Marzipanbrot, haben sie mich nicht gefragt. Ja. Ja, was soll ich machen? Kannst nichts machen. Auch Mozartkugeln und so wollte keiner mit mir bewerben. Ja, wäre ich sofort dabei gewesen, hätte ich mit mehr Herzblut gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich habe es mit der, ja, mit dem Arbeitsethos einer jungen Verona Poth, habe ich da auch in die Pringles den Blub reingequatscht. Warum nicht? Ja. Ist ja nicht so schlimm, oder? Ist doch nicht schlimm, nee, musst du nicht schämen. Nee, und ganz ehrlich, es gibt Leute, die schmecken das und ich sehe mich als verlängerter Arm des. Ich fand's so lustig, Ina Müller war ja zu Gast bei Late Night Berlin. Ja. Und die war ja regelrecht schockiert, und das passt jetzt zum Thema von deiner Frage, die du gestellt hast, wie anstrengend der Moderatorenberuf ist. Ja, regelrecht schockiert,
dass man sich noch die Mühe macht bei uns, dass es auch noch ein Trailer aufgesagt wird für die Show. Oder dass man in der Werbung nochmal sagt, so. Ja, die hat es aber richtig gemacht. Noch, ich habe sie sehr beneidet. Ich habe sie sehr beneidet. Wir sind nämlich auch wirklich behämmert. Sie geht in diese Kneipe in Schellfischposten, so heißt das in Hamburg, und macht das, was sie am liebsten gerne tut und auch das, was man als Zuschauer und als Zuschauerin am liebsten gerne sieht. Nämlich lustige Gespräche führen, wo man sich seine Fragen auf den Bierdeckel schreibt und dann macht man so lange, bis man keine Lust mehr hat und dann ist irgendein armer Tropf, der im Schnitt sitzt und da dann das Beste rausholt und dann kommt eine fantastische Sendung raus, die mittlerweile, glaube ich, 16 Jahre läuft. Ja, und wir, was machen wir? Wir gehen da hin und machen einen Trailer und dies und das und ja, machen da halt uns sehr viel Arbeit. Mhm. Das will ich nur mal gesagt haben. Und schön ich, dumm, ey. Ja, und ich kann vor allen Dingen jetzt auch ganz alleine, kann ich das ja nicht mehr ändern. Also ich brauche auch ein bisschen Unterstützung von euch, dass ihr auch mal ein bisschen lockerer werdet, dass ihr einfach mal so ein Knopf da aufmacht an eurem Hemd und auch mal so ein bisschen mal so dieses, naja, ihr wisst schon, so dieses Urlaubsgefühl da, dieses südeuropäische Flair da so ein bisschen reinbringt, auch in den Ablauf unserer Sendung. Sambasi, oder? Arbeit noch. Ja. Sambasi, Arbeit noch, genau. Also nicht so viel Arbeit. Ja, liebe Grüße an Roberto Blanco und Ina Müller in dem Zusammenhang. Mhm. Das stimmt. Ich hatte am Wochenende ganz schwere Smalltalk-Aufgaben. Also es war richtig unmöglich. Ich möchte auch von euch wissen, was ihr in der Situation gemacht hättet. Ich war ja bei Mene Hertha endlich mal wieder in der Kurve gewesen. Wie lief's denn? Denn es war ja Berlin-Derby, Hertha BSC gegen Union Berlin. Die andere Mannschaft in Berlin heißt Union Berlin, Klaas, damit du Bescheid weißt. Und ich es war gesehen. Ausverkauftes Haus, wie wir Berliner sagen. Es war ausverkauft, ja, 74.000 Leute. Wie ist denn das Ergebnis? Das Ergebnis ist erstmal zweitrangig. Es geht erstmal ums Erlebnis. Weil es war ja auch ein Abstiegskampf. Ja, ne? Sicher auch das. Aber es geht erstmal ums Erlebnis. Jetzt zählt ja jeder Punkt. Ne? Auch das. Ja. Also gegen die kleinen Unioner, wie war's? Die kleinen Unioner sind auf Platz 7, Schmiedi, das Real Madrid. Wir sind da ganz bescheiden aufgetreten und natürlich haben wir verloren gegen Real Union. Ja, aber 1-0 knapp war das. Nein, irgendwie. Nein, 1-4 haben wir verloren. Oh, zu Hause. Zu Hause, ja, im Derby. Darauf will ich nicht hinaus. Du ich lügst hatte, doch. Schmiedi, jetzt halt dein Maul einfach. Wie viel hat er denn jetzt verloren? Ne, 1-4 haben wir verloren. Ach so, 1-4. Ne, ja, ja. Ja. Samstagabend, 18:30. Naja, lief nicht. Magath, ist das der mit den Medizinbällen? Mhm. Ja, genau. Der Schleifer? Ja, Schleifer. Und das bringt gar nichts, ein wenn der Sieg, kommt. Zwei Niederlagen. Ist er nicht teuer? Ich nehme an, dass er bestimmt auch ein paar Mark 50 kostet. Ne? Ja, es kostet den Verein. Ne? Also, ja. Aber kommt das noch von diesem Typen da mit dem glattgezogenen Gesicht? Jetzt wollen wir nicht über Mene Hertha hier so herziehen. Ja, du warst doch gerade mit der Hertha. Ja, ich wollte dir was erzählen, aber ihr lasst mich ja nicht ausreden. Das war ein Smalltalk-Angebot. Ich wollte doch nur mal wissen, dass ich mal in das Thema reinkomme, damit ich mir vorstellen kann, wie es ist. Also, Hertha ist, da ist Felix Magath. Ja. Der war früher bei Bayern, der gilt als der Schleifer, ist nicht so besonders nachlässig, aber man denkt, wenn der kommt, dann wird es schon richten. Kommt Disziplin, ja. Genau, und der Typ, der das Geld gibt, ist der mit diesen rechteckigen Augenbrauen, ne, der da immer angeschossen kommt mit der eigenen Rakete aus Monaco. Weiß nicht, wen du meinst. Und da irgendwie mit der Gießkanne das Geld verteilt, aber irgendwie kommt es nicht da an, wo es hin muss, nämlich im Tor. Es ist so, da waren irgendwie 300 Millionen Euro im Spiel und die wurden vielleicht jetzt nicht praktisch an jeder Ecke richtig investiert. Das kann passieren. Das würde mir auch passieren, dass wenn ich 300 Millionen Euro habe, dann bist du ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen, und dann ist das weg und am Ende geht es um Abstieg. Das kann mal passieren. Ja, komm, ich stelle mir gerade so vor, wie dann jemand zu Bobic da klopft und sagt so, also 300 Millionen haben wir ihnen jetzt hingelegt. Weißt du, aber ja, die ersten 10 Millionen, da ist was schiefgelaufen. Sag mal, die anderen 10 Millionen, wissen wir noch nicht, Entwicklungspotenzial. Und so geht das, bis zu 300 Millionen Euro versenkt. Ne? Hieß der Trainer vorher irgendwann mal Paul Dardai oder so? Ja. Ja, mit dem war ich zusammen beim Doppelpass. Ah, echt? Daher kenne ich den. Ja, liebe Grüße. Ja, der war nett. Da lief es eigentlich noch besser unter Paul. Das war einer der ganz wenigen, der nicht so böse auf mich war. Ja. Also, ich war bei Mene Hertha. Also sagen wir mal, 100 Euro von den 300 Millionen wurden investiert, dass ich da ein bisschen Bier trinken kann und mir ein herrliches Spiel anschauen kann. Dafür vielen Dank nochmal. Sie haben mich nicht vergessen, auch jetzt, wo es wieder losgeht nach der Pandemie, hat er große Angst. Liebe Grüße, Freddy Bobic, ihr macht fantastische Arbeit. So, und ich hatte jetzt nun das Glück oder auch das Pech, dass ich saß dann da im Stadion, das Spiel sollte losgehen und dann hat sich unser Hertha-Maskottchen Herr Tinio neben mich gesetzt.
So, und dann dachte ich, das wäre so ein kurzer Moment, den man dann so praktisch, also da habe ich mich auch an dich erinnert gefühlt, Klaas, den man dann so versucht, so einmal so durchzumoderieren und dann ist es auch wieder vorbei. Weil ja. Es ist irgendwie unangenehm, wenn du neben so einem 2 Meter großen, unsere Kollegin Katha hat ihn den Biber genannt, das ist aber kein Biber, das ist glaube ich ein Bärchen, ne? Das ist ja klar wegen Berlin. Ne? Also ein 2 Meter großer, super dicker Bär sitzt neben einem und dann habe ich so gesagt, ja Mensch, hier, bisschen so wie der Gottschalk, er ist hier neben mir, komm kurzes, wir machen ein Foto und dann Daumen hoch und dann dachte ich, geht er wieder. Dann ist er aber sitzen geblieben. Und dann saß ich praktisch die ersten 25 Minuten neben einem gigantischen Bären, der immer nur, weil er nicht reden kann, weil es ist ja so ein, ja, so eine Puppending, so ein Walking Act, ne? Ja, aber. Und der kann nicht reden. Der macht dann immer so Gesten passend zum Spiel. Also der arbeitet praktisch nur für die Kameras im Stadion. Und dann habe ich so angefangen, wirklich Smalltalk zu machen. Aber ohne eine Antwort zu erwarten. Und da habe ich so gesagt, ja, oh Mensch, ey, erstmal guter Beginn. Ja, es läuft ganz gut. Und dann habe ich praktisch mit mir selber geredet. Und dann, na, du bist auch wieder gut drauf, weil er halt lächelt, ne? Mhm. Habe ich halt festgestellt, er ist gut drauf. Und dann habe ich so versucht, ein Gespräch da zu führen über 20 Minuten. Irgendwann ist er dann gegangen. Macht er beim Gegentor, da gab es ja 4, macht er dann so beide Hände an den Kopf und schüttelt so den Kopf für die Kamera und so die Augen zu. Dann hast du wirklich probiert, also mit diesem... Ich habe mit einem Bären geredet, 2 Meter Bären. Der nicht antworten kann. Taubstummbären habe ich unterhalten. Und hattest du dann auch immer Angst, dass du praktisch irgendwie auf dem, gibt es da so einen Würfel in der Mitte? Nee, das können wir uns nicht leisten. Oh, eine Kisscam, das wäre super gewesen. Ja, nee, das gibt's nicht. Sowas gibt's nicht, ne? Ja. Also, aber wie hättet ihr Smalltalk mit einem Bären gemacht? Naja, also der hört, aber er ist stumm. Ich habe ja selber mal als Bär gearbeitet. Stimmt, du hast ja in Oldenburg in der Fußgängerzone. Ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, da habe ich Honigproben verteilt. Ja. Und da habe ich dann immer zu meinen Freunden gesagt, guck mal ins Auge. Damit die halt sehen, wer drin ist, ne? Damit man das habe ich nicht gemacht. Ich wollte die Illusion nicht zerstören. Ja, und dann haben die Leute, also von außen sieht es natürlich verrückt aus, ne? Wenn da so einer in das Auge so reinguckt, ne? So wie in so eine alte Kiste. Ja, aber was sagt man da zu so einem Bären, der nicht antworten kann? Ja, das ist eine schwierige Situation. Ja. Also ich glaube halt, das wäre die einzige Situation gewesen, in der Smalltalk von dir jetzt nicht erwartet würde. Ich glaube, du hast dich da unter den künstlichen Druck gesetzt. Ja, ich dachte, wie sieht denn das aus? Ich sitze da, der Bär lächelt die ganze Zeit und fuchtelt. Ja, er lächelt und eben nicht. Ich tue so, als ob es den nicht gibt. Ich habe immer den Eindruck, verstehst du, das geht halt, ja auch nicht. Ich habe immer den Eindruck, da sitzt halt irgend so ein Student dann da drunter, der im Prinzip halt da seinen Stiefel durchzieht und der gar keinen Bock hat jetzt, da so mitzumachen, sondern der auch froh ist, wenn man ihn so seine Grundarbeit machen lässt. Ein bisschen winken, ein bisschen fuchteln, ein bisschen Augen zu halten oder ein bisschen mehr in dem Fall. Also ich habe den noch zusätzlich genervt praktisch. Ja, ja, ich glaube, du hast, ich glaube, dass du ihm dann noch so seine Kür angefragt hast, ne? Ja. Du gar keine Lust hat, ne? Ja. Der weiß selber, dass es jetzt nicht so irgendwie der schönste Nachmittag wird, vermutlich, da in diesem Hertinio-Kostüm. Also der Typ, der den Hertinio macht, der steht auch nicht morgens auf und sagt, endlich ist es wieder soweit. Heute wieder in den Hertinio, stundenlang. Ja. Vielleicht war es der Magath. Nee, der saß auf der Bank, der hatte zu tun. Aber weißt du, was mein Tipp gewesen wäre? Ich hätte ihm gesagt, einmal, wenn man Mene Hertha spielt, oder wie sagst du? Ja, Mene Hertha spielt, dann bin ich wie im Tunnel. Das ist gut. Da bin ich wie im Tunnel, da bin ich nicht ansprechbar. Ja, das ist es, das wäre es gewesen. Ja. Dann ist noch was passiert, möchte ich euch auch mit euch kurz drüber reden. Es ist wirklich, es gerät so in Vergessenheit über die Pandemie. Wie säume ich das auf? Ich war entsetzt wieder von der Spezies Mensch. Denn was wirklich irgendwie bedrückend ist, der Fußball gibt einen Rahmen, ja, und das passiert, glaube ich, auch immer in so Sachen, die Männer gerne machen, wie zum Fußball gehen. Viele Männer gehen gerne zum Fußball. Und der Fußball schafft einen Rahmen, in dem ein anderes Benehmen offensichtlich erlaubt ist, legitimiert durch viele, viele Männer, die zum Fußball gehen, die ihre Fußballsachen anziehen, ob das jetzt ein roter Schal oder ein blau-weißer ist, scheißegal. Die ziehen ihren Schal an, dann fangen die an, sehr früh super viel Bier zu saufen und dann, ab diesem Moment, gilt ein anderes Benehmen im Umkreis des Stadions. Ja, eine andere Etikette. Eine andere Etikette. Ja. Und das kann man jetzt so witzig finden, aber ehrlich gesagt, und es ist kein Witz, war ich richtig entsetzt wieder, dass weil ich das vergessen hatte, wie es ist. Ich fahre da zum Parkplatz und da stehen wirklich ungelogen 10 Fußballfans an einem Zaun, an einem durchlässigen Zaun und pissen an den Zaun. Ja. Mit ihren Pimmeln raus, pissen an den Zaun. Das ist ja Quatsch, weil man kann durch den Zaun durchgucken. Exakt, kann durchgucken. Pissen an den Zaun und als ich vorbeifahre, ein angedeuteter Zaun eigentlich, grölen sie und sagen, leck mein Schwanz. Und dann habe ich so überlegt, Mensch, Gott, wenn jetzt dieser gleiche Herr
am Montag pinkeln muss, weil in seiner Arbeitsstätte pisst er dann an seinen Schreibtisch und ruft zu seinem Kollegen, leck meinen Schwanz. Was ist das eigentlich für eine obskure Welt, in der wir das nicht mal mehr hinterfragen? Weil ja, ich war kurz davor zu sagen, ja, ist halt Fußball und Mensch, ist das kultig. Es ist überhaupt nicht kultig, es ist ekelhaft und widerwärtig. Ja. Und es ist auch absurd eigentlich, finde ich, wenn man sich es genau überlegt, dass wenn man sieht zum Beispiel, dass ein Spieler der eigenen Mannschaft jemanden foult, und dann kriegt er die gelbe Karte. Und dann schreit man den Schiri an. Obwohl man natürlich, ja selber gesehen klar. hat, dass der gefoult hat. Aber was soll diese ganze Folge? Das ist doch alles Mist. Wieso muss man zum Fußball gehen, sein Gehirn irgendwo zu Hause abgeben und ist ab dann eine neue Erfindung seiner selbst, nämlich ein Fan, der überall hinpissen darf, der grölt, der Leute beschimpft. Das macht keinen Sinn. Ich muss sagen, aber das ist mein Statement. Ich lehne das ab. Man kann doch sagen, ja, der hat gefoult, der kriegt jetzt halt gelb. So ist es. Und dann kann ich den auch trotzdem anfeuern und hoffen, dass sie ein Tor machen. Aber ich muss doch nicht mein komplettes Gehirn zu Hause lassen und wirklich zu einer Art Urmensch werden. Aber es geht doch gar nicht dann immer, also ich sag's jetzt mal als Nicht-Fußball-Fan, es geht doch jetzt nicht um das Spiel. Doch, selbstverständlich. Es geht, ja, aber ich wünsche der Mannschaft, dass sie gut spielt, dass sie toll kombiniert, dass sie gewinnt. Ja. Ja, das ist eine gute ich freue mich auch an der Stimmung. Aber die Stimmung und gute Stimmung heißt doch nicht, dass man die ganze Zeit jemanden beschimpft. Ich sag, auch so Prolli ist auch nicht mal so witzig oder so. Ist nicht, die Gesänge sind nicht mal witzig oder kreativ, sondern einfach so, Hurensohn, Arschloch. Ja, bepisst und leck mein Schwanz. Arschloch. Oh, Halbzeit. 10 Bier saufen. Arschloch. Arschloch. Boah. Leck mein Schwanz. Was ist das? Also, wieso jetzt? Also, du zeichnest hier ein Bild von einer ich hab's gesehen Gesellschaftsschicht, und erlebt. Ne, wo ich mich absolut distanziere, wie du hier aha. den gemeinen Fußballfan ne, titulierst und irgendwie darstellst. Höchst bedenklich. Du weißt nicht, in welcher Notlage die am Zaun waren, vielleicht. Vielleicht haben sie sich irgendwie provoziert gefühlt von dir. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Die haben aus reiner Notwehr dahin gepisst. Nee, ja. Die haben ihn gesehen. Die unter Druck waren. Und weil er ist ausgestiegen und dann ist dem praktisch, dann haben sie sich fast schon in die Hose gemacht. Du hast schon abschätzig geguckt, du bist da wahrscheinlich aus deinem Porsche Mobil da ausgestiegen, ne? Und hast den da auf die Schwänze geguckt und hast diese Asozialen. Lass schnell zur VIP, der hat mir der Bobic besorgt. So bist du dann da vom aufgeritten. Aber ich glaube, es war das anders, das legitimiert Thomas. Das Verhalten, ne? Das war, glaube ich, war anders. Ich glaube, es ist jetzt sehr schwierig hier in deiner Variante. Ich habe an den Zaun gepisst. Wir wollten es nicht erzählen, aber. Also als wir beim FC Kaiserslautern waren, Spiti, hast du gegen keinen Zaun gepisst. Nee, das stimmt. Du hast auch nicht wildfremden Menschen als Hurensöhne bezeichnet. Das mache ich auch nicht, ne? Ja. Nee. Da kriegt er sich noch unter Kontrolle. Und sag mal, warst du auch einer, der von der Mannschaft verlangt hat, dass sie die Trikots ausziehen? Das ist auch ein Käse, ey. Also das ist nochmal ein schönes Thema für dich, Klaas. Also es gab Hertha-Fans, die waren dann so böse auf ihre Mannschaft, weil die verloren haben, ja. waren die so böse, ja. dass die gesagt haben, ihr dürft das Trikot jetzt nicht mehr tragen. Ihr müsst das ausziehen und als symbolischen Akt vor die Fankurve werfen. Genau, aber die dürfen das weitertragen, die Typen da mit. Die haben ja alles gegeben. Die haben 30 Bier gesoffen, gegen Zaun gepisst. Und naja, das muss ich sagen. Es war fanübergreifend, habe ich dieses Verhalten gesehen. Ja, fanübergreifend. Und ich muss auch sagen, die Stimmung war wirklich trotzdem auch fantastisch. Es gab Transparenz. Es war einfach wieder schön, in einem vollen Stadion zu sein. Das kannst du nicht nachempfinden, Klaas, aber es war wirklich ein schönes Erlebnis. Ja, also. Wirklich toll. Ich habe ja gar nichts gesagt. Ja. Aber ich finde es natürlich unterhaltsam. Ich habe jetzt Angst, dass mich Hertha-Fans und Union-Fans verprügeln. Nee, jeder das war jetzt wirklich dumm. Ja, jeder Fußballfan. Nein, das ist eben falsch. Nein. Weil ganz viele Fußballfans sind genau eben nicht so. Und der Fußball zieht aber leider auch solche Leute an, die einfach wirklich. Du hast ja eben schon ganz pauschal alle Nein, bestimmt. Das war nicht pauschal. Doch. Das kann man sich ja nochmal anhören. Deine Männerehre ist auch ganz schön angegriffen, obwohl du gar nicht so richtig im Zentrum dieser Anklage stehst. Gar nicht. Ja. Ich sehe einfach nur die Chance, dass er wirklich einen riesen Shitstorm kriegt. Ach so. Weil er gerade wirklich ganz Fußball-Deutschland beleidigt hat als Asoziale. Hab ich ja nicht. Das ist ähnlich, wie man, wenn man Gamer so als Nerds hinstellt und sowas. Ist ähnlich. Ne? Das, da ist Feuer drin. Ja, ich sag mal auch mal, das ist aber es gibt so bestimmte Shitstorms, die in meinem Algorithmus nicht ankommen. Deswegen ist mir das egal. Also es gibt ja schon, man hat sich ja schon so über die letzten 20 Jahre seine Welt gebaut und bestimmte Shitstorms, kann sein, dass sie da draußen irgendwo sind, aber also irgendwo auf dem offenen Meer, in meinem kleinen Pool ist kein Shitstorm. Übrigens, was noch wichtig ist, um das Thema abzuschließen, wenn ich zu sowas gehe, dann muss ich mich vorher viel präziser informieren, wo du bist. Weil ich die Frage sehr oft gefragt habe, wo ist Klaas? Ja.
Und ich konnte nicht gut drauf an. Wir waren nicht hundertprozentig da, wo du bist. Ich will dir nur sagen, wenn ich in zwei Wochen nochmal genau zum Hertha-Spiel gehen sollte, dann müsste ich dich vorher ganz präzise fragen, wo du bist, ich mach's damit anders, ich drauf antworte. Ich hole mir eine SIM-Karte, ja? Eine extra SIM-Karte, ja? Und dann gibst du denen die Nummer und dann schicke ich den Standort. Das wäre gut, richtig, das wäre sehr wichtig. Hat da auch jemand nach mir gefragt? Nee. Aber ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, wie schön das doch sei, dass wir dann nächstes Jahr in der zweiten Liga unsere Spiele da zusammen gucken können. Ja, das stimmt. Also was auch wirklich schlimm ist, wenn man zu so einem Spiel geht und was sich dann so in den Nachrichten nach so einem Spiel ab... Also das war nicht so schlimm. Man kann sich ja gar nicht... Da war ich doch auch. Weil die Leute, letzter Satz, ich weiß, es langweilig zu tun, aber es ist so, da verliert meine Mannschaft. Und Leute müssen einfach akzeptieren, jeder hat halt seine Mannschaft, der sich für Fußball interessiert, ja? Und dann verlieren die, kriegen auf den Arsch und dann ist der ganze Poster voll, Drecksverein, Arschloch, richtig so, wie war das Ergebnis? Und dann so Smiley, perfekt. Ja. Das ist wirklich, ich meine es gar nicht böse und ich habe das Thema auch gar nicht aufgebracht, weil ich denke, soll jeder, ja. Jeder Jack ist anders, ja. Soll jeder machen, was er witzig findet. Aber ich, also du trägst das hier so vor, als wäre das so eine neue Erkenntnis, ne? Als wäre das so das erste Mal passiert, dass da einer mal mit seinen sechs Freunden da an den Zaun gepisst hat. Nee, damit können wir das auch abschließen. Ich sage nicht, dass alle so sind und ich sage auch nicht, dass das der Grund ist. Ich verstehe auch, dass man natürlich im Stadion Spaß hat an Dingen und sonst was, ne? Aber ein großer Teil meinem Gefühl der Nichtzugehörigkeit dieser ganzen Welt ist, ja, sind diese Außenminister dieser Kultur, die mir als Botschafter des Fußballs jetzt nicht unbedingt den roten Teppich ausgerollt haben die letzten 100 Jahre. So, das möchte ich nur sagen. Also, das kann man ja, sachlicher geht's ja nicht mehr. Oh. Ich will mal was anderes mal erzählen hier. Da hat jemand, ein Basti war das, hat mir geschrieben, und ich will jetzt nicht die große Kiste Rouladenwettbewerb nochmal aufmachen. So, ja, bitte. Und der Stachel sitzt immer noch tief. Der Stachel. Man weiß gar nicht, ob bei dir oder bei deiner Mutter. Das ist noch nicht zu differenzieren. Ich habe meine Mutter am Wochenende gesehen. Ah, okay, gibt's Neuigkeiten. Also müssen wir vielleicht kurz sagen, es gab die große Wahl zur Rouladenkönigin 2022. Ja. Mutter Schmidt gegen Mutter Häufer-Umlauf. Mutter Schmidt hat in diesem Jahr gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Moment. Ach so. Also mir hat unaufgefordert. Ich habe mich ja damit irgendwie abgefunden und wir haben halt zu Hause da einen Kriegsrat gehalten und überlegt, wie gehen wir jetzt damit um und so weiter. Ja. Und wir wird schon am Rezept gefeilt? Nee, gar nicht. Wir haben Sanktionen haben wir gemacht. Das war's. Erzähl, was du da zu erzählen hast. Ein Basti hat geschrieben, Betrug beim Rouladenwettbewerb. Ich lese nur vor, was er mir geschrieben hat und dann können ja da draußen die juristisch interessierten Leute selber überlegen. Und ist das jetzt ein Screenshot von Instagram oder ist es eine Notiz von dir selber? Nee, ein Screenshot. Das ist wirklich echt, ja. Da, kannst du sehen. Ja, okay. Klar. Jakob hat vor der Verkostung der Roulade von Frau Schmidt explizit für das Gürkchen gedankt. Ich gehe davon aus, dass die Roulade von Frau Schmidt eigentlich ohne Gürkchen ist, wegen Thomas. Und sie diese nur auf Wunsch von Jakob Lund in die Roulade reingemacht hat. Finde ich so krass. Also ist dann, warte mal, ich bin noch nicht fertig. Du bist jetzt noch gerade nicht dran. Das ist jetzt erst der Vortrag hier. Dann wäre es aber nicht das Originalrezept von Frau Schmidt, somit ungültig. Deine Mutter hätte bestimmt gewonnen. Lieben Gruß, Basti. So, also, sie hat mit einer Betrugsroulade am Wettbewerb teilgenommen. Also wenn jetzt WM ist, ne, dann gehen ja die Spieler auch nochmal ins Trainingslager, ne? Und da kann man ja Sachen optimieren und kann sich wirklich eine Wettkampfroulade irgendwie kreieren. Und das war eine Wettkampfroulade. Ja, aber Schmidt, ich muss auch sagen, dass ich da jetzt nochmal ins Wanken komme. Halt dein Maul. Willst du nochmal eine, um sicher zu gehen, ne? Nochmal eine ohne Gürtel. Ja, ich glaube, das muss eine komplett neue Einsendung geben. Ich denke da nochmal drüber nach. Da ist schon was dran. Ja, da werden Sachen gemacht, weißt du, das ist, ich habe auch ein bisschen den Eindruck, da wird auch so in gewisser Weise werden da die Wettbewerbsbedingungen so umgebaut. Es war eine Wettkampfroulade. Dass sie dann in mehreren Jahren praktisch gar nicht mehr verlieren kann, weil die komplette Verfassung dieses Wettbewerbs so umgebaut wird, dass sie auf ewig Rouladenkönigin bleiben kann bis 2036. Also bei Kitchen Impossible oder so, da werden Köche auch dafür gelobt, dass sie halt flexibel sind.
Und dass sie irgendwie, ne, dass sie merken, wann es an der Zeit ist, mal noch ein Gürkchen reinzuschieben. Ja, aber was schon stimmt, deine Mutter macht es für dich ohne Gürkskin und bei mir war ein Gürkskin drin. Ja, weil du gesagt hast, du hättest gern mit Gürkschen. Ja, was machen wir als nächstes Mal? Nächstes Jahr machen wir Ecstasy rein, weil man dann gut drauf ist. Und dann sagen wir, wir machen es immer mit Ecstasy. Oh Gott. Ja, und dann, also weißt du. Oh Gott, also wenn du, eure Einsendung werde ich verlangen, dass du die nächstes Jahr den ersten Bissen isst. Nicht, dass ihr mich da vergiftet. Wie bei Succession. Nee, dass da irgendwie Novichok drin ist oder sowas. Nein. Ich wollte das ja was ist mein Schlüpfer. Nein. Es gibt zwei Arten von Drogen. Es gibt einmal, also wenn jetzt, so hat mir das mal ein Arzt erklärt, es gibt, stell dir eine Oma vor, du gibst der Oma die Drogen. Es gibt die Drogen, die kriegt die Oma, ist die völlig malat und plemplem. Kann die gar nichts mehr. Ne? Und denkt, wer bin ich, wo, was ist los hier? Ne? Und liegt in der Ecke und pennt oder was. Und kriegt Bluthochdruck. Das sind die einen Drogen. Dann die anderen Drogen, das sind die, die mischte der Oma ins Essen und der geht so gut wie noch nie zuvor. Und das ist einfach nur die Wirkung. Sie hat halt den besten Tag ihres Lebens. Und wenn man reinmachen darf in die Rouladen, was man will, würde ich diese zweite Art mal überlegen. Wenn das in Ordnung ist, wenn man praktisch da reintun kann, was man will, wenn das nun mal das Rezept ist, dann, ja, dann tue ich da halt flüssiges MDMA rein. Aber und dann Jakob, wird man natürlich ein Erlebnis haben beim Rouladen. Ja, aber Jakob, war mal die Roulade meiner Mutter nicht wie flüssiges MDA für dich? Ja, die war schon sehr gut. Ja. Mir ist ein Begriff aufgefallen, da müsst ihr mal selber sagen, was ihr davon haltet. Der ist im Großraum von einem Begriff angesiedelt, den ihr bestimmt auch schon mal gesagt habt. Ich habe irgendwann mal Benjamin von Stuttgart-Barre gefragt, welches Wort er niemals in ein Buch schreiben würde. Ja. Und hat er gesagt, das Wort lecker. Ach. Er hat gesagt, das Wort lecker würde er nicht reinschreiben. Habe ich viel drüber nachgedacht. Dachte, wieso, was ist so schlimm an dem Wort lecker? Würde man das da reinschreiben, würde man das nicht reinschreiben? Er hat gesagt, nee, das würde nicht in das Buch es hineinschaffen. Und es gibt eigentlich noch eine grausame Steigerung in der Wortfamilie des Wortes lecker. Und das habe ich am Wochenende gelesen. Da wurde etwas beworben, wo man in ein Hotel gehen kann. Und dann kann man so eine Art schönes Freitag bis Sonntag Wochenende machen. Und das haben die beworben mit dem Wort Schlemmerwochenende. Und dann habe ich so überlegt, ist das jetzt was? Also viele Leute gehen auf Kur oder machen so irgendwas, also Ayurveda oder so. Ne? Mhm. Und irgendwie hat man da das Gefühl, es ist so ein bisschen die Trackerplatte, das Wochenende. Mhm. Ein Schlemmerwochenende. Ist das zeitgemäß, ist das etwas, das man so lesen will? Hat man da das Gefühl, oh lecker, da mache ich mit? Oder hat man da eigentlich das Gefühl, da geht man hin, wird vollgestopft an Tag 1, liegt noch 2 Tage mit Bauchschmerzen irgendwie in seinem abgedunkelten Raum und das ist dann das Schlemmerwochenende? Oder wie genau hat man sich das vorzustellen? Es klingt sehr nach Schnitzel an der Tankstelle. Also ich muss sagen, ich habe jahrelang genauso Urlaub gemacht. Also ich habe nur Schlemmerurlaub gemacht. Also ich habe ja mein Lebensstil etwas verändert. Aber früher war das genau für mich die Definition von Urlaub, dass man schläft, genau sich den Wecker stellt, damit man genug Zeit hat beim Frühstück. Dann frisst man 1 Stunde lang Frühstück, frisst alles vom Buffet. Da hatte ich auch ein richtiges System, was ich alles, damit ich auch die Sachen so fresse, damit ich nicht zu früh zu satt bin. Dann habe ich Bauchschmerzen gehabt, bin aufs Zimmer, dann kurz Pool, dann mittags wieder fressen, dann ist man müde, schläft und freut sich aufs Abendbrot. Dann wird gefressen bis 23 Uhr, hat man wieder Bauchschmerzen und schläft. Aber was ich interessant fand, lecker, ne? Ja. Das ist ja auch ein Begriff von dir, du sagst absolut, ja öfter, lecker. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir mit dir in feineren Restaurants ist, würdest du ja nie sagen dem Koch, richten Sie den Koch mal aus, das war lecker. Ja. Also wann darf man es benutzen und wann nicht? Ja, aber habe ich auch gerade drüber. Es ist wirklich ein kluger Gedanke von Stuttgart-Barre, weil lecker würde man wirklich deswegen wahrscheinlich in ein Buch schreiben, weil es so wenig sagt, es ist so individuell. Das heißt eigentlich nur, jemandem hat etwas geschmeckt und ich finde, wenn man gutes Essen zu schätzen hat, dann muss man formulieren können, warum das geschmeckt hat. Ich glaube, er schreibt es aus anderen Gründen. Das ist so ein ekliges Wort. Das hat so was mit Kleckern zu tun. Das hat so, da hat man so die Schweinshaxe im Mund. Lecker ist auch ein bisschen zu gut gelauntes Wort. So, aber das wäre dann so das niederländische Lecker. So pfiffige Haare dazu. Ich bin so lecker Mädchen. Nee, das auch, aber das ist irgendwie, zeigt es so ein bisschen, dass man so mit Sprache jetzt einfach nicht so genau ist.
Ja, ja, aber, ja. Das, aber das wäre, würde ja zu meiner Definition passen, dass es zu wenig zu sagen ist zum Thema Essen. Lecker ist so zu pauschal irgendwie. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen Doppelhaushälfte. Ja, vor allen Dingen, wenn jemand im Buch schreibt, er hat da lecker gegessen, was heißt das denn überhaupt? Da hat man gar keine Vorstellung, das heißt nichts. Wie, was würdest du ja, man müsste überlegen, was konkret war denn gut? Was hat denn jemand? Wenn du in so einem Sterne-Restaurant bist, was sagst du da dem Kellner, wenn du... Na, gar nichts. Das finde ich auch peinlich. Also das weißt du ja auch, dass man da, das ist peinlich, dann da so die Leute voll zu... Nein, aber der kommt zu dir, nimmt den Teller mit von dem Gang Nummer 3 und sagt, hat's geschmeckt. Dann würde ich einfach nur mal... Sagt er auch nicht. Ja, ich versuche mal nur meiner Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Wenn es wirklich gut war, dann möchte ich, dass sie wissen, ich bin begeistert. Und das versuche ich dann zu sagen. Man muss aber auch aufpassen, auch wenn es einem sehr... lecker schmeckt und wenn man auch ein richtiges Schlemmerwochenende hinter sich hatte, dann muss man trotzdem auch aufpassen, dass man in der Partnerschaft noch irgendwie ankommt. Ich habe am Wochenende ein Interview gelesen und da ging es auch darum, wie man in der Partnerschaft damit umgeht, dass man sich also weiterentwickelt als Mensch, ne? Ja. Also zum Beispiel halt, ne, ein bisschen aus der Form gerät. Mhm. Und da hat Andrea Berg hat ein großes Interview gegeben, kennt ihr die Schlagerkönigin Andrea Berg, hat ein eigenes Land irgendwo, ne, glaube ich, ist da die Königin. Und ansonsten kriegt man von ihr nicht viel mit, aber das ist so in einer abgeschlossenen Welt. Und sie hat einen Mann, der heißt irgendwie Herr Färber oder was. Also der wird hier Herr Färber genannt in diesem Interview. Und da fand ich einen interessanten Ausschnitt aus diesem Interview, hat dann gesagt, Herr Färber, Sie würden Andrea doch auch mit 5 Kilo mehr oder weniger lieben, oder? Ne? So, da ging es in dem Gespräch drum und da hat Uli Färber gesagt, natürlich. Ne? Ganz klar, natürlich. Und da hat aber Andrea Berg gesagt, aber zu viele dürfen es auch nicht werden. Du hast auch schon mal gesagt, ich hätte 2 Kilos zu viel. Im Interview. Das ist ja nicht live, ne? Man gibt das ja noch frei. Und dann hat der Färber gesagt, das ist und das Amore. Da hat der Färber gesagt, das war beruflich bedingt. Privat ist jedes Gramm in Ordnung. Das ich hat nicht mehr in die Show-Outfits gepasst. Ist zu dick für Leite die Bühne, oder was wollt ihr sagen? Zu dick für die Bühne. Das ist also ausgeleuchtet auf der Bühne, sieht das nicht aus? Zu Hause, da kannst du dir deine Jogginghose anziehen und hier rumflezen. Ne? In 4K, not good. Ja, aber in 4K, genau, bei schlagerplanet.de. Da sieht man, also Fernsehen streckt, das geht nicht. Aber ist es nicht auch bizarr, dass man jemandem so eine Frage stellt? Also ja, alles daran ist falsch. Jeder hat versagt. Jeder hat versagt. Ja. Diese 3 Leute in diesem Gespräch, das kann man sicher nochmal googeln, das ist also noch das... Ist doch völlig obskur. Also ja, da gibt es noch eine weitere, viele tolle Fragen und Antworten. Also das ganze Interview ist für Gespräche unserer Zeit. Aber was sagt das über den Reporter, die Reporterin, dass man diese Frage formuliert? Ja, naja. Da muss man erstmal denken. Genau. Ich frage jetzt mal den Mann von der Frau, ob wenn die Frau mehr wiegt, ob der die dann noch gut findet. Ja, das ist eine super Idee, das mache ich. Große Gespräche unserer Zeit, ich kann es nur ans Herz legen. Ja. Es ist interessante Gedanken. Ja. Bewerten Sie doch mal kurz für dieses Interview die Figur Ihrer Frau im Beisein Ihrer Frau. Moment, privat oder beruflich? Ja, genau, Riesenunterschied. Dann fragen, genau. Ne? Weil privat kann die ja aussehen, wie sie will. Ich liebe sie ja. Aber beruflich, bleh. Ja. Das ist schon ein Ding, ne? Ja. Finde ich schon eine harte Nummer. Aber so ist es. Wir haben echt ein Riesenproblem, ne? Wir haben heute, das kann man ja vielleicht mal sagen, die Notwendigkeit, dass wir den Podcast sehr früh in der Woche aufzeichnen. Heute ist Montag. Ja. So. Das heißt, wir müssen heute über Dinge sprechen, die dann irgendwie die ganze Woche über dann erst nochmal liegen und dann erst am Donnerstag Nacht auf Freitag kommt dann der Podcast raus. Ja. Das Problem mit unserer Medienpartnerschaft, die wir angefangen haben, mit, wie heißt das denn dann, Judas von RTL, wie nennen die das? Da passt die Passion, die Passion Christi. Die Passion Christi. Nein. Das ist am Mittwoch. Oh. Ja. An einem Mittwoch. Ich verstehe nicht, wie man das an einem Mittwoch machen kann. Also das versteht niemand, auch bei meinen anderen Freunden aus der katholischen Kirche. Ja. Keiner versteht das, wie man das an einem Mittwoch machen kann. Wir dachten, das wäre entweder am Heiligen Sonntag oder halt dann wenigstens Karfreitag. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich liegt es an RTL, die einfach nicht den Mut haben, so ein tolles Projekt am Freitag dann zu senden im Konkurrenzumfeld wahrscheinlich. Ja, aber da muss man sich in der Programmplanung doch fragen, what would Jesus do? Ja, eben.
Ja, würde er Mittwoch senden? Nee, Jesus würde nicht Mittwoch senden. Nein, Mittwoch, nee. Der würde am Wochenende senden. Was ist denn Mittwoch? Ist doch nicht mal, ist, gehört Mittwoch? Ich bin wirklich bei Ostern gar nicht firm. Ist Mittwoch schon offiziell ein Teil von Ostern? Nein. Ist das irgendwie so lila Nein. Mittwoch oder so? Nix. Grün Mittwoch? Nein. Gar Rot nichts. Mittwoch? Nein, ist einfach nichts. Blau-weiß Mittwoch. Ja, also Mittwoch war einfach, hat Jesus selber nicht an irgendwie an was Übles gedacht, ne? Nee, Mittwoch war für die Welt noch in Ordnung. War für ihn die Welt noch in Ordnung, mhm. Ja. Aber, warum, aber dann ist es doch wirklich Unsinn, da die Passion Christi zu senden. Naja. Ey, also ich weiß nicht. Das heißt also, um es nochmal klar zu sagen, wenn die Menschen jetzt uns hören, mhm. ist das Event des Jahrtausends bereits gelaufen. Ja. Aber nur wir können nicht drüber reden, weil wir haben es jetzt noch gar nicht gesehen, weil für uns ist es erst noch 2 Tage entfernt. Wir sind noch im Fieber. Das ist das Problem, was ich herausarbeiten wollte. Ja. Das heißt, wir müssen eine Lösung, also wir können jetzt nicht drüber reden, wir können natürlich mutmaßen, wie es vielleicht sei. Ich habe auch schon einige Videos und Infos bekommen von vielen viele Leuten. Viele Judasse haben sich gemeldet. Ja, bei mir auch. Ja, ich habe viele Videos. Ja, die haben Videos gemacht, die haben alles gefilmt. Die bauen da eine riesengroße Bühne auf, dein Essen. Das ist so dumm. Wir sind wieder so dumm. Wir machen so eine Aktion, die ja wirklich eigentlich gut ist, ne? Ja. Und jetzt können wir die Ergebnisse unserer Judas-Aktion dann verkünden, wenn das Event schon läuft und jeder weiß, wie die Bühne aussah, wie die sogar beleuchtet aussah, was gut lief und was nicht so gut lief. Aber was man sagen muss, also wir haben ja letzte Woche gemutmaßt, dass die Bauarbeiter, die die Bühne bauen, bestimmt Heiden sind, damit die das einfach völlig unemotional aufbauen können und nicht die ganze Zeit gerührt sind von ihrer eigenen Arbeit. Und da hat man mir bestätigt von einem Judas, der mir geschrieben hat, das müssen wirklich Heiden sein, weil die schimpfen wirklich wie die Rohrspatzen und das wäre sehr unchristlich, was man da an Worten hört. Und sie haben eben auch am Heiligen Sonntag, am Tag des Herrn, gearbeitet. Ah ja. Also haben sie wirklich echt die besten, stärksten Heiden in ganz Deutschland zusammengeschworen, um diese Bühne da aufzubauen. Ja, was machen wir nun? Das Event ist rum, wenn wir das hören hier. Ja, ich habe wirklich ganz tolle Infos bekommen, aber die sind natürlich überholt von der Realität dann. Ne? Leute haben geschrieben, sie haben Thomas Gottschalk an der Bar vom einzigen Hotel mit einem halben Stern in Essen schon gesehen. Wirklich? Ja. Der war schon da? Ja, der, also heute, as we speak, heute ist ja Montag, ist Generalprobe. 2 Tage vorher kommt Gottschalk. Ja. So, was ist denn da ausgebrochen, was für ein Arbeitsethos? Das ist schon, da muss er. Thomas Gottschalk kommt 2 Tage vorher zu proben. Natürlich. Das ist unglaubwürdig. Dann nimmt das ernst, Klausi. Eine Stunde der vorher. Der muss ja den Jesus ansagen. Ja. Ja, aber das kann der doch. Und hier ist ob das Phil Collins ist oder Jesus. Ob das Jesus ist oder Phil Collins oder egal. Was machen wir denn jetzt? Ja, gucken wir die Sendung und also natürlich gucken wir die Sendung. Ist er Papst katholisch? Natürlich gucken wir die Sendung, das ist ja klar. Wer guckt das denn noch? Mickey. Ja. Mickey Beisenherz, der muss auch mitgucken, der muss auch mitreden. Können wir nicht bei Mickey anrufen und uns dann praktisch unseren Schmerz von der Seele reden? Ja, wir müssen so eine Art literarisches Quartett nur halt mit der Passion Christi machen. Wir gucken alle dieselbe Sendung und dann müssen wir praktisch unsere persönliche Via Dolorosa in der Verarbeitung gehen. Was man aber machen könnte, ist natürlich jetzt hier so das machen, wie wir das jetzt machen. Und dann haben wir aber noch Zeit, diese Folge hier zu aktualisieren. Nur das Problem ist... Oh, das wäre ein absolutes Novum in der Podcast-Geschichte. Ja, ja. Normalerweise macht man doch an, sabbelt eine Stunde seinen Müll und dann ist das die Folge. Zurück, ne? In die Zukunft. Es ist wie Magnolia. Ja. Es ist völlig verrückt. Wir brauchen Christopher Nolan, damit er uns hilft, durch diesen Prozess zu gehen. Tenet ja. Als Baywatch Berlin-Folge. Das heißt also, wir treffen uns dann nochmal, dann vielleicht auch mit Mickey. Ja, aber ich kann nicht, weil ich kann das nicht gucken. Könnt ihr mir nicht erzählen, wie es war. Ich glaube, das können wir. Ne? Das können wir Ich kann es nicht gucken. Ja. Ich habe keine Zeit dafür. Aber das heißt, deswegen brauche ich ja diese ganzen Leute, die mir das berichten. Das heißt, du rufst an. Ich rufe dich an, euch an. Ja. Und aber du weißt, da werden 3 völlig hysterische Leute. Ja, wir werden völlig aufgepeitscht sein. Damit werde ich zurechtkommen. Darf man im Zusammenhang mit Jesus aber von aufgepeitscht sein sprechen? Nee, pietätlos. Ausschließlich ausgepeitscht. Ja. Ja. Erster Fehler. Also das heißt, Schmiedi, ich und Mickey Beisenherz, wir werden dir berichten, was wir am Mittwoch 20.15 Uhr erlebt haben beim Gucken der Passion Christi live auf RTL aus Essen. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, werdet das hier jetzt noch später hören. Ist es so? Das ist zusammengefasst? Unfassbar. Obwohl heute Montag ist. Obwohl für uns ist es schwer zu fassen. Für euch ist es einfach nur geil, weil ihr müsst einfach nur weiterhören. Was genial. Das ist verrückt. Ja. Geil. Sollen wir so in RTL-Manier mal so einen Teaser sprechen auf das, was jetzt direkt im Anschluss kommt? Nicht direkt, sondern später. Ja, also gleich. Ein Teaser. Ja, wie könnte das sein?
Liebe Baywatch Berlin Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch nicht zum Glauben gefunden haben, werden wir Ihnen heute den Weg zeigen. Ein Licht am Ende eines langen Ganges wird Ihnen als das präsentiert, was RTL nach über 2000 Jahren nun aus der besten aller Geschichten zusammengefriemelt hat. Die Passion. Jesus Leidensweg. Durch die Essener Innenstadt. Prominent, weniger prominent. Sängerinnen und Sänger. Ehemalige DSDS-Gewinner und eine alte Oma mit langen blonden Locken. Die Bibel. Kommentiert von Micky Beisenherz, Jakob Lund und knallhart nachgefragt von Klaas Häufer Umlauf. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Und die große Frage, what would Jesus do? Die Passion bei Baywatch Berlin. So, das also jetzt mal als Trailer hineingefreestylt. Sehr, sehr gut, Klausi. Sehr, sehr schön. Und das kommt also praktisch direkt dann im Anschluss an diese Folge. Ja. Ja. Das ist gut. Also wir haben praktisch den ersten Podcast, der ein Vorteilspack ist. Ja. Ne? Habt ihr eigentlich meine Schlafgeschichte gehört? Nee, noch nicht. Ja, weiß ich. Ich hatte doch keine Schlafschwierigkeiten. Da ist auch nicht, ne? Nee. Ich habe nur gehört, es ging um Elden Ring. Ja, ich habe dem was erzählt, wie ich die Kobolde kaputt habe. Aber die Leute waren ganz glücklich. Also viele sind eingeschlafen, habe ich gehört. Ja, einer hat mir geschrieben, dass der fast am Lenkrad eingeschlafen ist und einen schweren Unfall gebaut hat. Selbst die Bürgermeisterin von Saarbrücken hat mir attestiert, es hat geklappt. Nein. Wirklich? Ja. Ein schlafendes Kind habe ich da gesehen und es wurde mir attestiert, es klappt vollkommen. Ist ja Wahnsinn. Ganz viele Zuschriften. Mir wurde ans Herz gelegt, ich möge eine Tony-Box machen. Ah, das sind so Figürchen, ne? Und dann habe ich mir aber überlegt, können wir nicht eine Baywatch Berlin Tony-Box kriegen? Mit drei Figürchen. Ja. Und dann machen wir da jeweils eine Folge einfach dafür. Zum Einschlafen? Oder? Das ist mal ein Merch, was ich gut finde. Das ist gut, die sind auch richtig teuer. Ja, die kosten 14 Euro pro Stück. Ja. Die sind super teuer, das ist sehr gut. Machen wir. Ja, weil ich glaube nämlich, die Herstellung ist 1 Euro, ja, aber die verkaufen das für 14. Ja. Finde ich fair. 13 Euro auf der Hafenseite. Oh, endlich steigen wir ins Lizenzgeschäft ein. Ja. Top. Ja. Ja, die haben uns noch nicht gefragt. Also sind jetzt noch nicht an. die haben es auch nicht so nötig, ehrlich gesagt, weil es läuft sehr, sehr gut. Tonys sind immer ausverkauft. Oh Mann, aber das wäre mal so ein Merch, was ich wirklich gut fände. Ja. So ein Tony-Box und dann ist doch super. Alle jungen Eltern haben so eine Tony-Box zu Hause. Ja, natürlich. So, und dann können die Baywatch Berlin hören, indem sie hier den kleinen Jakob draufstellen. Tja, das ist eine gute Idee. Ja, sowas sollten wir mal machen. Aber bitte nicht meinen Rant über Fußballfans, das wäre jetzt unpassend. Als Tony. Aber wo ich mich hier schon so warm gehasst habe, ne? Jetzt ist ja die Maskenpflicht weg, ne? Und jetzt gibt es einen neuen Trend. Also Leute sind natürlich jetzt viel auch ohne Maske in Geschäften unterwegs. Ich selber habe sie nach wie vor an, wenn ich irgendwie zum Bäcker gehe oder in den Supermarkt, weil ich mich da besser mitfühle. Die Inzidenzen sind ja nach wie vor hoch. Ich habe jetzt auch keinen Bock, nochmal Corona zu kriegen. So geil war es nicht. Aber was Leute jetzt obendrein machen, und das bringt mich in eine unglaubliche, nicht zu beschreibende Wut, sie halten diesen Abstand nicht mehr ein. Das heißt also, ich war an der Kasse und jemand hat ultra nah neben mir gestanden. Provokativ? Also ohne Maske. Nein, nicht provokativ. So aus so einem Selbstverständlichkeit, so nach dem Motto, ist doch alles, warum soll man nicht wie immer, wie früher, so nebeneinander stehen? Und das hat mich innerlich so wütend gemacht. Aber ich habe trotzdem nichts gesagt. Und ich weiß auch noch nicht, es gibt noch keinen Umgang damit. Also, ich würde es knallhart sagen. Darf man das noch einfordern, dass Leute wenigstens einem nicht auf die Pelle rücken sollen? Ist es okay für Sie, wenn Sie ein bisschen Abstand halten? Ne? Die Pandemie läuft noch. So würdest du es sagen, ja, okay. Würde ich sagen, habe ich gesagt, in diversen Skiliften. Aber ja gut, aber was soll denn das? Also ist doch das eine, dass man sagt, man muss die Maske nicht mehr tragen. Ist ja das eine. Das kann ja von mir aus jetzt jeder machen, wie er will und dafür sich selber das Risiko einschätzen. Ja, so ist es. Aber du musst doch jetzt nicht, nur weil du keine Maske mehr, so tun, als wäre die Pandemie vorbei. Die Pandemie ist eindeutig nicht vorbei. Und dann geh doch nicht auf 1 Zentimeter an Leute ran. Grundsätzlich muss ich sagen, selbst wenn es keine Pandemie gäbe, ich will nicht, dass fremde Leute in diese Privatsphäre. Komfortzone. Ja, so in diese Komfortzone. Man hat doch so um sich herum so eine Sphäre.
Ja. Fällt gerade das Wort nicht ein. Und da sollen Leute nicht reinkommen. Eine Armlänge Abstand. Eine Armlänge Abstand, ich, ja. Habe manchmal auch den Eindruck, dass du bestimmte Sachen ja mit Gesetzen oder dann nicht mehr geltenden Gesetzen oder so jetzt nicht einfach wieder so wegregulierst, genauso wenig wie du es teilweise hinregulieren kannst, weil es manchmal auch so eine Achtsamkeit eigentlich hat. Und zum Beispiel, es gibt ja im Restaurant, oder wenn du jetzt zum Beispiel bist in einem, hier um die Ecke gibt es ein kleines Mittagsrestaurant, wo wir manchmal was zu essen holen, da kannst du entweder dich anstellen und holst eben was zu essen und gehst wieder raus, oder du setzt dich da hin und isst. Mhm. Und das ist ein ziemlich schmaler, langer Gang, und rechts gibt es so ein paar Tische und da sitzen die Leute und essen und haben natürlich dabei keine Maske auf. Und wenn man sich entweder da hinsetzt oder wenn man nur was holt, dann hat man eine Maske auf. Man bestellt sein Essen, wartet da kurz, kriegt das und geht dann wieder. Man geht natürlich 30 Zentimeter an den sitzenden Essenden vorbei, die keine Maske aufhaben. Und wenn die jetzt mal kurz aufstehen, sich noch eine Serviette holen, dann werden die jetzt auch nicht jedes Mal, also es macht wahrscheinlich im Infektionsgeschehen jetzt gar nicht mal so viel Sinn, dass man jetzt einen Unterschied macht zwischen denen, die einen Meter da links stehen und denen, die da sitzen. Und dennoch ist es irgendwie ein Akt der Höflichkeit, in Zeiten, von denen man ja weiß, wie es aussieht, und man weiß eben nicht, hatte das jemand schon, hatte das jemand nicht, ist jemand momentan besonders gefährdet, sich nochmal anzustecken, oder hatte er erst gerade vor 3 Wochen, so, was ja bei vielen jetzt gerade vorkommt. Es bleibt ein Akt der Höflichkeit in diesen Zeiten. Und es ist eigentlich nur ein Zeichen von, ich habe es kapiert, ich achte drauf und ich gehe nicht so daran und ich setze das Ding auf, auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier Wissenschaftler bin und untersuche, was es genau heißt, wird es wahrscheinlich gar nicht so viel sich ändern, aber es ist halt eben höflich, es dann weiter aufrechtzuerhalten. Und das kannst du eben mit einem Gesetz jetzt nicht einfach so wegwischen, sondern das hat was mit so einem netten Miteinander zu tun. Da muss jeder für sich selber wissen, wer er sein will. Ich finde das auch, ich bin auf jeden stolz, der irgendwie, dass die Politik nicht auf ewig diesen Lockdown aufrechterhalten kann, ne? Oder die Maskenpflicht etc., ja, dass man da irgendwann gucken muss, wir leben in einer Demokratie, in einer freiheitlichen Demokratie, und dann muss man auch wieder lockern, sobald es möglich ist, verstehe ich. Und ich bin aber richtig stolz, dass man hier zumindest in Berlin immer noch so 80% der Leute, die in Läden gehen, haben die Maske auf und ziehen die freiwillig auf. Das ist, glaube ich, sehr bezirksabhängig. Echt? Mhm. Ja, bei uns wirklich. Wir hatten, ja, bei uns auch. Ja, bei uns würde ich sagen 50-50. Wirklich? Mein Bezirk, ja. Deswegen war ich so überrascht. Also ich hätte gerne einen Toni, wo der komplette Rant von Mario Barth drauf ist. Oh ja, das die ganzen schön. 40 Minuten Instagram-Video. Masken-Mario. Ja. Also auch so, der hat dann auch so eine kleine Jenkins-Mütze auf und so eine kleine grüne Maske. Die hängt aber unterm Kinder, also diese Toni-Figur praktisch. Ja. Ne? Und hat dann auch so eine kleine Reisetasche, dass man also sich verpissen kann aus dem Zug sofort, ne? als Toni. Ne? Dass man, vielleicht kriegt man auch so einen kleinen Zug dazu, wenn man den so rausschnipsen kann. Das wäre gut, oder? Und dann, ich habe jede Minute genossen. Ja. Ah. Ich sag's, wie es ist. Die Überzeugung, mit der er denkt, ihm wurde großes Leid gerade und große Ungerechtigkeit angetan, er sich so darüber erhebt, über alles, über den Zugschaffner, über die Polizisten, er sagt, ihr seid ja die armen Tröpfe, die jetzt hier, ne, und spielt sich auf, und er hat einfach nur seine Maske nicht angezogen, ist aus dem Zug geflogen. Ja, er ist halt einer von diesen genialen Leuten, die halt alle 15 Minuten so 5 Milliliter Wasser trinken und dann sagen, ich trinke, was wollen Sie denn? Ja, ja, dass dann natürlich irgendwann der Schaffner sagt, den Trick, den kenne ich jetzt seit einem Jahr. Das ist halt so gar nicht so super schlau, wie Sie denken. Und jetzt, ciao. Ja, wir sind mal geflogen, warst du da dabei? Ja, als die Frau da hat da irgendwie 74 Nüsse auf jede Flugminute verteilt. Ja. Um da die Maske. Die hat sich immer so eine Handvoll Nüsse gemacht und hat dann ganz langsam sich eine nach der anderen herausgepickt. Sie muss eine Professorin sein. Ja, dass sie den ganzen Flug über keine Maske tragen. Wie ist sie darauf gekommen? Sie ist hochintelligent. Da explodiert man vor Wut. Ne? Aber wenn man sich dieses Mario Barth Video nochmal anschaut, dann merkt man, also wenn man darüber nachdenkt, was macht ihn so wütend? Ne, dann macht sie natürlich einerseits wütend, er muss jetzt aus dem Zug, er muss jetzt mit dem Taxi, glaube ich, von Hanau nach Frankfurt, was glaube ich auch nicht so weit ist. Es macht ihn vor allen Dingen wütend, dass ausgerechnet er raus muss. Dabei ist er doch Mario Barth. Mhm. Er ist doch Mario Barth. Also bei allen Leuten, die man aus dem Zug schmeißen kann, weil sie ihre Maske nicht tragen. Klar, verständlich. Aber man geht doch nicht zu Mario Barth und schmeißt den aus dem Zug. Der hat ja Anwälte, und wie er mehrmals getan. Der hat Anwälte. Und die sind auch stärker als die Polizei. Und er wehrt sich. Und die Polizei tut ihm leid. Aber der Zugführer hat sich entschieden. Also klar, man kann Leute aus dem Zug schmeißen, ihre Maske. Aber Mario Barth
ihn selbst aus dem Zug schmeißen. Das will nicht in seinen Kopf. Aber, und deswegen ist er so wütend. Du darfst doch nicht verwechseln. Er war nicht wütend. Er fand das ja nur witzig. Er fand das ja eigentlich super ganz lustig, was hier gerade passiert. Ne? Wie die armen Tropfen da, die Geringverdiener, ne, zu ihm in den Abteil kommen. Und die ne? zwei Fuhrzeugschnüffler, die er da dabei hatte, fanden das auch witzig. Die fanden das auch witzig, Und seine Community muss das sehen. Jetzt hat sie es gesehen, ne? Jetzt hat jeder nochmal vor Augen geführt. Was war denn eigentlich? RTL hat doch Bohlen rausgeschmissen, weil sie da so einen Imagewandel machen, ne? Ja. Bei Mario Barth, das geht noch. Also der Bohlen, der fährt halt, der hat halt seinen eigenen Zug, ne? Da kann er machen, was er will. Richtig, okay. Ich frage mich, warum ist Mario Barth so wütend? Grundsätzlich. Ja. Man merkt richtig, dass Mario Barth in den letzten Jahren immer wütender geworden ist. Also ich verfolge mich mit großer Inbrunst und Faszination seine Instagram-Videos. Da gibt es ja auch fast jede Woche eins. Und er ist immer wegen irgendwas wütend. Er ist immer aufgebracht. Er ist immer so wegen irgendwas verärgert. Warum eigentlich? Ja, aber ist ja auch immer mit Witzen, aber immer lachend. Naja, aber es also ist nicht mehr nur wegen der Freundin. Nein, er ist irgendwie so grundsätzlich verärgert und wütend. Er wird auch immer so verhärmter und wütender. Mhm. Und meistens schimpft er irgendwie in einem Porsche, aber manchmal auch im Ferrari. Man sieht ja immer so ein bisschen im Hintergrund an den Kopfstützen, welches Sportwagen er gerade ausfährt. Und dann ist er auf dem Weg zu irgendeinem Gig und irgendeinem Auftritt und schimpft über irgendwas. Warum ist er so schlecht drauf? Ja, frage ich mich. Ist er Hertha-Fan? Ich glaube sogar schon. Ja, das wäre ein Grund. Das wäre wirklich ein Grund. Ja. Ja, also man muss sein also Publikum kennen. Das ist eine wichtige Regel im Showbusiness. Ja. Ne? Ja. Eins und eins zusammengezählt, einfach nur. Hm. Übrigens, am Bondi Beach, ne, kennt ihr, ne? Australien. Mhm. Ich will es nur sagen, bevor es das Militär ist, wieder wegräumt. Da ist wieder was angeschwemmt worden. Lieber Gott. Da ist was angeschwemmt worden. Du müsstest sonst 39 Euro zahlen, wenn du uns was von den Tiefseen hast. Da ist ein Viech angeschwemmt worden, wirklich. Das hatte einen Ringelschwanz und einen menschlichen Mund. Es war ein Echt? Schwein. Es war kein Schwein. Es war so eine Art Mischung aus Fisch, Qualle, Schwein, Mensch, Nein. Alien. Da also hast mich. Ich finde es interessant. Es ist angeschwemmt worden. Hast du Bilder? Ich habe Bilder, kann ich dir zeigen. Ja. Zwei Tage später war es weg. Wie? Er hat es noch gelebt? Nee. Ja. Hing da am Stein fest. Und haben die das irgendwie untersucht? Haben die es untersucht? Sagen die nicht. Ja, okay. Die da am Stein fest. Ja, da kam eine Welle, hat es halt wieder ins Meer gespült. Nein, da kommen die und nehmen das weg, bringen es ins Labor. Ja, das FBI, oder was? Nee, FBI in Australien. Aber du bist ja so Meerestier-Fan, ne? Die Geschichte habe ich am Wochenende bei Twitter gesehen und habe wirklich 10 Minuten gelacht. Früher war es ja so, da hat man ja häufig Loch Ness gesehen, ne? Das ist ja so ein Ungeheuer, was so wie so ein Dino aus dem so ganz langen Hals. Nessie. Und der Kopf guckt raus. Und das hat man, glaube ich, in Schottland irgendwo häufig gesehen. Im Loch Ness, das ist In dem ist ein See, glaube ich. Ja? Genau. Und da ist ein Ungeheuer, man weiß nicht genau und so. Und überhaupt, wenn man solche Meeresungeheuer gesehen hat, die man dann auch Jahrzehnte später aber nie richtig hat irgendwie filmen oder fotografieren können, dann wurden die in der Zeit vor der Fotografie häufig gezeichnet. Und so erklärt man sich dann also diese Form von dem Hals, die wurde gezeichnet und dann wurde darüber geredet, da ist so ein Ungeheuer. Ja, nicht nur in Schottland, sondern überall. Und es hat sich jetzt rausgestellt, es gibt diese These, dass dieser lange Hals, also im Grunde und die Fotos, die man davon im Internet sehen kann, die bestätigen wohl die These, dass das ein riesiger, gigantischer Walschwengel ist. Also praktisch, wenn ein großer Wal seinen Lumpi an die Wasseroberfläche ausfährt, dann sieht das im Grunde so aus wie der Hals von Loch Ness. Und ich habe die Fotos gesehen, es ist kein Witz. Es ist echt kein Witz. Jemand hat das im Internet zusammengestellt. Ein großer Wal, der seinen Lumpi aus dem Wasser ausfährt, weil er liebestoll ist, weil er Frühling ist und weil er gut drauf ist, der sieht im Grunde so aus wie ein Meeresungeheuer. Und es kann wirklich sein, und Forscher rätseln darüber und überlegen sich, ob das die Antwort ist, dass es gar keine Meeresungeheuer gibt, sondern praktisch nur liebestolle Wale. Der macht dann Rückenschwimmen und... Der macht Rückenschwimmen, ist gut drauf, hat einen tollen Tag, hat schöne Gedanken. Ey, stell mal vor, das passiert ausgerechnet unter deinem kleinen Boot. Aufgespießt vom Walröhres. Naja, stell dir vor, du bist auf einmal 10 Meter in der Höhe und denkst, was ist denn nun los? Und dann weißt du aber, worauf du balanciert wirst. Ja. Ich frage mich nur, welche Geschlechtsteile eure UFOs da sind. Da, hier, deine UFO-Dinger da. Was da rauskommt. Irgendwann, du bist einer der Erste, der entführt wird. Und dann machst du keine blöden Witze mehr, wenn du da irgendwie 3 Kreuze am Bauch hast und nicht weißt, wo die herkommen. Naja. Ja, so sehen sie aus. Oh Gott. Oh ja, das ist Nessie. Das sieht wirklich aus wie Nessie, ne? Ja. Oh. Gut, ne? Ja. Ja. Eieiei.
Ich wollte es euch nur mal sagen, am Bondi Beach, da gehe ich nicht mehr schwimmen. Nee? Nee. Fährst jetzt nicht nach Australien, gehst nicht überall los und lässt dich nicht mit den Viechern da. Mach ich nicht. Dann mache ich lieber schlimmer Wochenende woanders. Aber ist das nicht ganz knuffig, so ein Ringelspanz und so ein... Das war nicht knuffig. Nee? Echt nicht. Naja, gut. Leute, wir haben jetzt hier noch richtig was vor uns. Mhm. Na, ihr wisst, was jetzt hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch kommt. Ja? Ja. Hier kommt jetzt noch eine Berichterstattung von der... Die sich gewaschen hat. Von hier. Ja. Von der Nagelei aus Essen. Können wir nicht sagen, glücklicherweise zeichnen wir den Podcast donnerstags auf. Deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, ganz brandaktuell mal zu Micky zu schalten und mit dem über die Passion zu sprechen. So würde man es clevererweise machen. Ja, das finde ich vollkommen in Ordnung. Viele Leute hören mit einem Ohr hin, die haben jetzt den Eindruck, du hättest es genau so anmoderiert. Gut. Und wir machen einfach dann so einen tunlichen Effekt da. Brauchen wir ja gar nicht, weil es ist ja Donnerstag. Wir erzählen jetzt einfach, wir schalten jetzt mal Micky dazu. Lass uns das machen. Und bis dahin sage ich ciao, weil ich muss jetzt weg. Ich rufe gleich nochmal an. Okay. Also, alles Gute, alles Liebe. Bis gleich. Donnerstag. Ein paar Tage noch bis Ostern. Bei Ihnen geht es jetzt sicher mehr um die Planung der Osterferien als um das Entzünden der Osterkerze. Und jedes Kind kennt den Osterhasen, aber fragen Sie Ihren Nachwuchs nach mal, was in der Karwoche passiert ist. Trotzdem und vielleicht gerade deswegen erzählen wir Ihnen heute in neuer Form die alte Geschichte. Es geht um Freundschaft, um Liebe, Verrat und Leid, aber auch um Hoffnung, Zuversicht und Vergebung. Themen, die heute wahrscheinlich aktueller sind als jemals zuvor. Das war 20.15 Uhr auf RTL. So ging sie los, die Passion Christi, das große Live-Musical auf RTL. Und jetzt ist es 20 vor 11. Wir haben das Ganze noch nicht verdaut, aber zumindest gesehen und können jetzt drüber sprechen. Leider ist Klaas Hofer-Umlauf nicht dabei, denn er ist irgendwie, er ist verschollen. Er wird nicht dabei sein, leider. Also wir grüßen ihn lieb. Dafür ist natürlich Schmitti dabei. Hallo Schmitti. Hallo, halte ein, ne? Weil das klingt jetzt so, als hätte Klaas keinen Bock, über Trash-TV zu reden. Nein, das ist natürlich nicht so. Hat er natürlich immer. Ja, er hatte nur keine Zeit. Aus Gründen konnte er nicht. Und das. Aber mir ist was Folgendes aufgefallen. Wir können nämlich jetzt hier im Grunde drei Personen versammeln, um über die Passion Christi zu sprechen, die auf völlig unterschiedliche Weise geschaut haben. Ich habe ganz alleine im heimischen Wohnzimmer geschaut. Du, Schmitti, hast im Büro in der Florida TV beim großen Public Viewing zugeschaut. Ja. Und Micky Beisenherz, unser lieber Freund vom Podcast Apokalypse und Filterkaffee und vielen weiteren Podcasts, hat auch zu Hause geschaut, aber er ist zumindest ortskundig. Er war der Einzige oder ist der Einzige von uns, der schon mal in Essen war. Tag, Micky. Ja, ich grüße euch. Die Hinrichtung steht kurz bevor, gleich nach der Werbung. Mein Lehrer. Ja, toll. Schön, dass ich dabei sein darf. Aber das ist ja wirklich so, Micky, ne? Ich glaube, du bist der Einzige. Essen gehört doch zum Ruhrpott, oder? Der schon mal dort war. Natürlich. Essen ist purer, ungefilterter Ruhrpott. Und jeder, der die Passion bei RTL gesehen hat, hat das ja wohl auch ziemlich gut mitbekommen, wie viel Ruhrpott das Ganze ist. Übrigens, ich finde, die Show hat eindeutig gewonnen in dem Moment, wo die Dämmerung einsetzte und es dunkel wurde. Also ich sag mal, totale Finsternis steht der Stadt Essen sehr gut. Bist du denn jemand, der auch die Rüttenscheider Schlemmermeile kennt, durch die eben ein Kreuz getragen wurde? Ja, ich habe auf der, Jakob, das ist für dich besonders interessant, auf der Rüttenscheider Schlemmermeile gibt es ein Café, in dem es tatsächlich wirklich sehr guten Espresso gibt. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ist aber kein Grund, jetzt extra von Berlin aus dorthin zu fahren. Ja. Aber wir hallo, müssen es sind gestern auf der Rüttenscheider Schlemmermeile sind Wunder geschehen. Sind dort das Wunder stimmt. geschehen, da wird man doch einen anständigen Kaffee bekommen. Das stimmt. Aber wir müssen von vorne anfangen. Schmitti, ich habe mir irgendwie so vorgestellt, dass du erstmal vielleicht zusammenfassen könntest, was da überhaupt praktisch, ja, vielleicht technisch passiert ist. Also was ist da vorgefallen für alle, die Baywatch Berlin die das Spektakel nicht am Fernsehen verfolgt haben? Und danach können wir in die Analyse gehen, denn das hier ist die große Stunde danach. Ja, also die große Passion von RTL, das war eigentlich das erste Opfer von der Corona-Zeit, nämlich das sollte eigentlich schon im letzten Jahr ausgestrahlt
werden. Ach, stimmt. Konnte allerdings wegen Corona nicht ausgestrahlt werden, so vorgeführt werden, wie man es heute Abend erlebt hat. Ja, also es geht im Grunde um die Passionsgeschichte Jesu, passend zu Ostern. Das heißt, es geht im Grunde um den Verrat von Jesu, die Verurteilung zum Tode, sein Tod am Kreuz und letztlich auch die Auferstehung. Und das wollte man dann vorführen auf RTL mit allen bekannten Gesichtern von RTL als ein großes Live-Musical in der Essener Innenstadt. Warum auch immer, also Essen ist quasi Golgotha, Jerusalem, alles in einem. Das fand ich noch mit am glaubwürdigsten, soweit als Spoiler. Aber es ist natürlich für uns als Fernsehschaffende auch ein wahnsinnig interessantes Unterfangen gewesen, weil live, da klingeln alle Alarmglocken. Vor allem dann auch noch, wenn man sich an so eine Mammutgeschichte wagt, das in Essen verpflanzt und irgendwie sagt, wir nehmen 100 Kameras, wir haben 5000 Zuschauer, wir haben hunderte Statisten. Das will man sehen. Das wollte man sehen und ich glaube, man hat heute auch gemerkt, es gab unzählige Tausende von Tweets auf Twitter, das war elektrisierend und das muss man sagen, ja, ja. Das hat die Passion jetzt schon geschafft, dass es mal wieder ein richtiges TV-Ereignis war. Wir können unabhängig von der Qualität oder was man irgendwie, worüber man Witze machen kann, ich finde, ich hoffe oder ich denke auch, dass die Quote das morgen zeigen wird, dass so ein Mut, egal wie, belohnt wird. Ja, Deutschland hat heute eine Sendung geguckt und das war die, ne? Ja, zumindest Twitter-Deutschland. Morgen kommt der Abgleich, ne? Aber natürlich war jeder Trash-Fan in der Republik heute alarmiert und hat gedacht, da muss man einschalten. Und so ging es uns, glaube ich, auch. Aber ist das nicht interessant, dass Tommy Gottschalk in den letzten Monaten immer da gewesen ist, wenn die Krise am größten war, der Hunger nach Ausgelassenheit, die tiefe Sehnsucht nach Blödsinn, dann war Tommy immer da, so quasi, ne? Egal ob Lagerfeuer, Scheiterhaufen, brennender Busch, wenn es die Hände an irgendetwas zu wärmen gab, dann hat Tommy geliefert. Das muss man einfach sagen. Wobei, du hast es gerade so gut gesagt, Schmidti, ne? Das große Live-Event, ne? Also überall stand ja live dran und das war ja auch das, wo wir uns jetzt die Wochen vorher sehr drauf gefreut haben. Wie ist es, wenn es regnet? Werden dann die Müllsäcke ausgepackt, über die Kameras geschoben? Was passiert, wenn irgendwie ein Passant ins Bild läuft? Was passiert, wenn einer sich verspricht, wenn einer hinfällt? Und das wäre, weil du es auch gerade gesagt hast, so aus Fernsehmacher-Sicht, weißt du, das Erste, was ich zu bemängeln habe, ich weiß nicht, ob es jetzt den meisten schon wird es nicht aufgefallen sein, aber natürlich waren, glaube ich, fast alle Szenen, die mit Alexander Klaas waren, waren wahrscheinlich in den letzten Tagen schon vorher aufgenommen. Mark Keller liegend auf dem Dach singt Tokyo Hotel, eines der großen Highlights dieser Passion, auch sicher schon im Voraus aufgezeichnet und das Ganze dann verbunden durch die Live-Moderation von Thomas Gottschalk und immer wieder Ella Endlich, die dann auch irgendwas gesungen hat. Da war ich sehr enttäuscht von. Also, dass eigentlich die Live- Parts der Sendung nur in Anführungsstrichen Gottschalk, Ella Endlich und die junge Frau waren die tollen Kreuzträger da bei ihrem Umzug interviewt hat. Das war doch enttäuschend. Annette Möller hat sich bei diesem Gang, bei der Prozession über die Rüttenscheider Straße, also über die Tommy, wir melden uns nochmal von der Schlemmermeile Rüttenscheid. Ja, sie hat schön. Ja dann immer bei den Leuten, die das Kreuz getragen haben, also dieses riesige LED-Kreuz, 250 Kilo schwer, da hat sie sich im Grunde genommen die ganzen Sob-Stories, die ganzen Dramen abgeholt, die bei RTL noch so nach DSDS noch so über die Arbeitsplatte gefallen sind. Jetzt ja, lassen wir uns heute auch noch alles, ne? Genau, das ja. lassen wir uns heute noch alles erzählen. Aber weil du gerade Ella Endlich sagst, die Jungfrau Maria, die spielt ja in der Geschichte der Kreuzigung, also in der Passion Christi, ja eigentlich gar keine große Rolle. Du hast richtig gemerkt, da versucht RTL jetzt auch ein bisschen woke zu sein und hat gesagt, wir können jetzt nicht einfach nur die Geschichte von ein paar Typen erzählen, die sich da gegenseitig ans Kreuz nageln. Da muss jetzt eine starke Frauenrolle rein. Und deshalb haben sie die Rolle von der Jungfrau Maria, der Mutter von Jesus, total aufgeblasen, die eigentlich in dieser Geschichte nicht so vorkommt und machen daraus so eine Grenzödipa Nummer, dass das plötzlich die ganze Zeit das war eigentlich so eine Art Mutter-Kind-Kur, die da... Du bist, ne, singt sie. Ja, wie schön du, ja. Ist das nicht großartig? Toll. Ja. Schmidti, ja. Ein großer Kniff der ganzen Nummer war ja, das hast du glaube ich auch eingangs gesagt, dass man die ganze Geschichte in die Neuzeit übertragen hat. Ne? Also man hat aus Jesus in Klammern Alexander Klaas einen Influencer gemacht. Das letzte Abendmahl fand beim 3-Euro-Italiener um die Ecke statt. Dieses Experiment, war dieser Gedanke aus deiner Sicht jetzt nach dem Event richtig und wie hast du es gefunden? Da muss ich jetzt ehrlich,
Also Baywatch-Hörer wissen, dass ich bin nicht nur Ninja und Krötenfreak und alles, ne, und so, sondern ich war ja auch immer Messdiener, so. Und ich bin wirklich einigermaßen Bibelfreak. Einigermaßen wie die großen Bibelfreak. Entertainer unserer Absolut, Zeit. Ja. Und da muss ich ein Wort der Kritik sagen, ne? Also jetzt mal ganz kurz ernsthaft. So, es ist eine Neuinterpretation der Passionsgeschichte in die Neuzeit verpflanzt, ja? Und wir waren uns da, also ich habe auch mit unserer Kollegin Katharina Karg geguckt, die ist ebenfalls sehr christlich erzogen worden. Und wir waren uns eigentlich da auch einig, dass es fast schade ist, dass man das relativ platt 1:1 vom Platt gespielt hat. Und dann, was ja auch die absurden Situationen, dass die da im Einkaufszentrum stehen, McDonald's hinten dran, während das Kreuz getragen wird und so weiter. Pimki. Alles geschenkt. Aber was ich halt wirklich schade finde, ist, dass man nicht geschafft hat, wenn man jetzt so ein bisschen mit der Bibel vertraut ist, weiß man ja, das sind ja alles Bilder, das sind ja alles Metaphern. Also auch die Auferstehung, der Tod am Kreuz, das sind ja alles Sachen, die man durchaus auch hätte, wenn man wirklich ernsthaft gewollt hätte, diese Geschichte in die Neuzeit zu tragen und auch vielleicht auch Leuten näher zu bringen, die da ernsthaft dran interessiert werden, dann hätte man das natürlich auch ein bisschen kreativer angehen können, indem man nicht einfach nur das, was seit Tausenden von Jahren irgendwie so abgespielt wird, sondern auch die Bilder und Metaphern so ein bisschen zu erklären. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt für RTL. Da kommt aber mein zweiter Teil der Kritik. Ihr habt es ja gerade erwähnt, die Witwenschüttlerin am Kreuz, so wo die Kernkompetenz von RTL nochmal zum Tragen kam. Das fand ich halt so krass, weil ich finde, bei aller Liebe, also da haben sich die Macher von RTL, ist nur eine Vermutung, bitte nicht verklagen und so, aber ich kann mir vorstellen, die haben sich gedacht, was könnten wir denn mal bringen? Ach guck mal, hier ist so ein internationaler Mega-Erfolg, das bringt uns die Quote, das sorgt für Aufmerksamkeit, da ist so ein Talk of Town, wird dann immer gesagt, ne? Und da, mehr ist es ja auch nicht. Und das ist ja auch vollkommen okay. Dann setzen wir der Jo Gerner rein und Kadi Kachenbauer und der Semmelrocke macht noch was. Das ist alles vollkommen okay. Was? Hat seine Berechtigung, ne? Aber es ist natürlich dann auch irgendwie zynisch, finde ich, so am Kreuz auf einmal noch den Ukraine-Krieg aufploppen zu lassen. Das ist mir auch übel aufgestoßen. Ja. Und wirklich so Krankheitsbilder und so. Das darf man dann auch nicht machen. Damit und die haben alle ihre Jacken, ihre Winterjacken anstehen da mit dem RTL-Mikro. Und das ist dann auf einmal wirklich Witwenschen. Ja, das ist das haben wir ja bei Wetten, dass zum Beispiel so gut gefunden oder zumindest so gewinnbringend, dass die Welt da draußen geblieben ist. Und das hätten sie heute auch machen sollen. Sie hätten diese bedrückenden Konflikte nicht mit in diese dann doch am Ende ganz große Quatschproduktion nicht mit reinziehen sollen. Da vermischen sich zwei Welten, die so nicht zusammengehören, finde ich, weil das kann dann nur unglücklich rüberkommen, siehe zum Beispiel Ukraine. Ja. Das funktioniert dann in dem Sinne nicht, weil dafür ist dann wiederum der Blödsinn dann auch ein bisschen, der Grad an Blödsinn ein bisschen zu groß, um das dann mit der Ukraine und den realen Problemen in irgendeiner Art und Weise, jetzt kommt das Wort, kreuzen zu wollen. Ich fand da, bevor wir jetzt gleich zu der schamlosen Lästerei kommen, ne, weil deswegen haben wir uns hier versammelt, ja, unser Abendmahl quasi. Ja. bevor wir dazu lästern, was ich gut fand wiederhin, ist aus christlicher Sicht, dass sie gemerkt haben, es ist vielleicht gar nicht so clever, wenn wir jetzt da wirklich auch noch den Alexander Klavser bildlich ans Kreuz nageln oder foltern lassen, ja, was dann ja auch in der Geschichte so passiert wäre. Er war ja auch schon bei DSDS, ne? Also. da hatte ich so ein bisschen, war ich gespannt, wie sie das lösen, ne? Also das doch sehr Blutige. Und ich finde, das war tatsächlich ein ganz cleverer Move, wo man weiß, das ist auch der Grad, wo man auch gläubigen Christen extrem auf die Füße treten kann. Ja. Wenn man dieses Leiden dann wirklich zu so einer, so einer Holiday Park Achterbahnfahrt macht. Ja. Und das haben sie vermieden, indem das Leiden eigentlich nur erzählt wurde von Henning Baum, der erzählt hat, was bedeutet es, ans Kreuz genagelt zu werden. Das fand ich einigermaßen pietätvoll für Gläubige. Aber ich finde, hier wirst du jetzt wirklich auf deine alten Tage zu gütig, Schmitti, ne? Weil man muss ja schon mal sagen, das Ganze war ästhetisch einfach eine glatte 6. Ja, ne? Das also, war ja auch das Positive. Das, ne? Das war, also, ja, weil ich muss sagen, man ist ja jetzt von RTL nicht gewohnt, dass die jetzt stylmäßig irgendwie das Rad neu erfinden. Die gelten jetzt auch nicht als avantgardistischer Sender in der Programmliste. Aber
also wirklich so lieblos, wie da mit den wirklich EB-Mühlen da rumgeschwenkt wurde. Selbst bei jeder Fußballübertragung gibt man sich mehr Mühe, auf schöne Bilder zu achten. Und da war ich wirklich, wirklich entsetzt. Dann wirklich mit ganz kleinem Lichtbesteck immer so mit so einer Taschenlämpchen den Leuten ins Gesicht geleuchtet. Du hast mehr Schatten gesehen als Gesichter. Dann da dieses Rumgemache da in diesem Einkaufszentrum, wo du wirklich noch hinten dran irgendwie Kaufhofschild siehst und wie du schon sagst, Micky, den Pimpki, das war teilweise so lieblos und bekackt, dass ich finde, die Prozession dass, vorbei also, an der Konditorei Kötter. Das also wirklich, also da war ich regelrecht auch enttäuscht von RTL. Dann ist mir immer wieder so gegangen, dass ich der Geschichte nicht habe folgen können, weil ich dachte, Mensch, diese ganzen Prominenten, in Anführungsstrichen, die brauchen dringend Namensschilder, weil du hast ja einfach immer Leif Eldin gesehen und Alexander Klaas und du musstest dich dann wirklich immer krampfhaft dran erinnern, okay, der eine, der rechte ist Jesus, ja, der ist Pilatus und der Mark Keller, der ist ja nur Judas, das musste man sich richtig merken. Ich hätte mir fast so in der TV-Zeichen so ein Booklet noch, wie beim Opernbesuch dazu gewünscht, um immer wieder nachzugucken, wer ist eigentlich wer. Da kommt noch eine Kritik, jetzt müsst ihr leider, also ich will es jetzt gar nicht auf so was Ernstes, aber jetzt eine Frage an euch zwei. Ich schätze euch jetzt auch nicht so bibelfest ein, ne? Stimmt, könnt ihr mir nach dieser Megaproduktion, ja, nach diesen 3 Stunden Gebibel, könnt ihr mir erzählen, warum eigentlich Jesus den Hass auf sich gezogen hat? Nein, null. Warum er verhaftet wurde? Null. Das hat man ja nur ganz am Ende, als Pontius Pilatus da sein Schlussplädoyer gehalten hat, wo er sagte, du willst jetzt hier im Grunde genommen die Leute aufwiegeln und dann gleich dich noch zum neuen König ausrufen. Das war auch der Moment der Erkenntnis, wo ich dachte, ach stimmt, das hat man ihm vorgeworfen, denn das hast du vorher natürlich nicht gemerkt. Du hast nur einmal kurz gemerkt, wie populär Jesus gewesen ist, und zwar in dem Moment, als sie in diesem Shoppingcenter, also nicht See Genezareth, sondern Shoppingcenter Limburger Platz, da sind sie rein, dann sind doch die kleinen Kinder haben doch gerufen, Jesus wollten auf ihn zu. Ein Selfie. Dann trat Mark Keller, also Judas Keller trat vor, wollte dem ersten der Kleinen gleich den Arm brechen, als Jesus sagte, halt, halt. Und da merkte man einmal kurz, wie populär er ist und dass er die Leute so hinter sich bringt. Aber genau wie du richtig sagst, Schmitti, die Geschichte, der Grund, warum, wie sagt man sonst immer, ich bin den Leuten zu mächtig geworden, wieso die den erledigen wollten, das hat sich nicht transportiert. Ich finde, das ist einer der wenigen Gewinner von der Produktion, ist Alexander Klaas, weil er hat seine Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht. Er war der beste Schauspieler in ganz Essen. Aber es ist, das ist der beste Schauspieler, ist ja unverschämt, hat erstmal gegenüber Henning Baum, Sternzeichen Eisbär. Mhm. Also das ist ja alleine, da geht's ja schon mal los. Ne? Das ist schon mal eine Unverschämtheit. Und dann Mark Keller, ich fand Mark Keller, der war die ganze Zeit so intens. Mhm. Er war im Grunde genommen die männliche Maria. Durch die Berührung des Heiligen Geistes wurde er so bedeutungsschwanger. Jeder Satz, den er gesagt hat, war also ich bin Jesus. Ich fand das toll. Mark Keller ist pures Gold. So wie Mark Keller oben am Fenster stand, so stelle ich mich ab Montag immer bei Florida auf. Du meinst Henning Baum? Henning Baum, der oben im Fenster stand. Ja gut. Der hat so ein bisschen da oben gestanden wie Christian Lindner aus dem Finanzministerium, wenn er von oben runterguckt auf die Zapfsäulen, ob sich da schon etwas zum Guten bewegt. Aber toll. Ich finde es wirklich richtig, dass RTL gerade von uns hier noch immer sein Fett wegkriegt, weil das will ich nochmal aufnehmen, den Punkt von dir, Schmitti, dass wenn man sowas reinmixt in so eine Nummer wie Ukraine-Krieg und diese ganzen persönlichen Geschichten und auf einmal dem Ganzen so eine unangenehme Ernsthaftigkeit reinmixt und noch irgendwie der 16-jährige Kriminelle, der dann zu Jesus findet und seitdem auf dem Pfad der Tugend wandelt, wenn man das reinmixt, dann muss man auch das ganze Ding als Zuschauer ernst nehmen und dann musst du auch andere Maßstäbe in der Bewertung gelten lassen. Wenn du am Ende das rauslässt und sagst, komm, dann ist doch alles ein gigantischer Käse, so ein bisschen mit so einer Gottschalk-Lamoyanz das Ding einfach machst und dann hätte ich mich, glaube ich, auch mehr amüsiert jetzt in der Nachlese, aber das hat für mich auch so ein bisschen vergällt und das schürt so eine gewisse Wut auch in mir. Aber das, da übrig bleibt. Das ist, du hattest doch nur die Wut, weil du natürlich bei dem Streifzug durch Essen, durch die Schlemmermeile, nicht ein Restaurant gesehen hast, in das du auch nur einen Fuß setzen würdest. No offense, Nelson Müller, wo immer du auch bist, alles gut. Er war ja auch da, der stand ja mit Kali an der Currywurstbude, stimmt, war ja auch da. Hat er noch Jesus das Fladenbrot gereicht zum Teil. Aber das sagst du doch, das ist doch einfach viel zu schwach, wenn man sagt, man bringt es in die Neuzeit. Ja. Und das Einzige, wo man die Geschichte quasi übersetzt, heißt,
wir lassen sie durch die gleiche Trostlosigkeit von Deutschland irgendwie rumwandern. Das ist die einzige wirkliche Übersetzung in die Neuzeit, abgesehen von den Songs. So. Aber auch da, ne? Also das ist ja auch an Mutlosigkeit, war das halt auch einfach, was die Songauswahl angeht, jetzt nicht zu übertreffen. Ne? Wo war Haftbefehl? Wo war 3 Tage wach? Wo war irgendwie... keine Ahnung, der Weg wird steinig sein, ne? Ich weiß es nicht. Aber komm, Schmitti, aber komm, ganz kurz. Also sowas habe ich in Deutschland, das ist wirklich auch ein Wunder, das muss man auch sagen. Sowas hast du noch nie gesehen. Ein Mensch, der in Essen mehrere Kilometer mit dem Bus fährt und singt ein Hoch auf uns. Das habe ich aber im Berufsverkehr in Essen so im Bus auch noch nicht erlebt. Also, übrigens, das ist schon toll. Auch lustig zu merken, Thomas Gottschalk, wir haben ja vorhin die Eröffnungsworte gehört. Das war noch voller Enthusiasmus und das wird heute eine Riesennummer. Mhm. Irgendwann nach der 3. Werbung hat er gesagt, herzlich willkommen zurück zu einem Experiment. Ja. Also, und da hat man gemerkt, hier bereitet einer den stillen Abgang vor. Wir trauen ne? uns hier braucht was. Er eine braucht er eine Off-Ramp? Brauchte Tommy eine Off-Ramp? Ja. Eine gesichtswahrende Lösung? Ja. Aber ja. Sag mal, also bei das war, der hat schon am Ende hat er so ein bisschen geguckt wie beim Topmodel-Finale bei der Hochzeit. Ne? Fing doch irgendwie an wie bei Wetten, dass am Ende guckt er wie. Aber der hat ja die Haare ab. Der muss beim Friseur gewesen sein und mach mir die Locken ab für Jesus. Das war die Ansage. Der sieht jetzt aus wie Richard Branson. Ja. Finde ich. Ja. Virgin passt ja auch zur Jungfrau Maria, von daher ist es ja aber, stimmig. Wir sagen ja auch immer so, die wir alle zum gewissen Grad und oder mal in der Vergangenheit oder auch egal wie, Gottschalk verehren, da ist es ja auch so geflügelt, dass man auch so, wenn man ihn mal getroffen hat, er nimmt einen Raum ein und er kann durch sein Charisma, seine Präsenz halt irgendwie jeden Ort zum Strahlen bringen. Das war die Theorie. Bis er heute am Burgplatz in Essen stand und man sieht drumherum, wirklich, ab Minute 1 hatten die Leute da keinen Spaß. Die haben alle nur so, ja. Und einen habe ich gesehen, einer war gut drauf. Ich habe keinen gesehen, der da gelacht hat, also gelacht vielleicht, aber ansonsten war da wirklich eine Stimmung passend zur Kreuzigung. Pontius Pilatus, der größte Antagonist, der Jesus ans Kreuz schlagen lässt, der hat den meisten Applaus gekriegt, als er aufgetaucht ist. Was ja, weil sagt er aus Essen ist. Über unsere Zeit? Ja, sicher, aber ist ja trotzdem ja auch der Local Hero Pontius Pilatus. Du kannst jeden ans Kreuz schlagen, wir werden es immer feiern. Es hatte am Anfang, finde ich, mit der Band und so und dann halt eben noch so im Halbdunkel mit diesen weiß angezogenen Musikern, da hat es halt echt ein bisschen was von Stadtfest, ne? Stadtfest mit Top 40 Band, das war eigentlich wie Castrop kocht über. Das Castroper Stadtfest halt jetzt ist ja auch nicht weit davon entfernt. Das ist halt einfach pures Ruhegebiet. In den schwächeren Momenten hatte das so eine AIDA-Aufführung. Ja, stimmt. Also jetzt würde man im Clipschiff AIDA jetzt mal die Passionsgeschichte nachspielen. Ne? Das ist richtig. Und Jakob, du hast ja vorhin gemeint, das ist natürlich, das ist ja als Mammutprojekt angekündigt und ist es ohne Zweifel auch. Ja. Ich glaube, man hat nicht mal eine Ahnung, was dahinter steckt, das selbst so abzufilmen, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Die Frage, die man sich da halt stellen muss, und das war ja auch die spannende Frage, die wir uns gestellt haben, so, wie schafft man das, dass das irgendwie vielleicht würdevoll ist? Oder machen sie es zu einem gewollten Meta-Trash-Fest? Also sind wir jetzt schon so weit, dass RTL von vornherein ein Projekt irgendwie initiiert, was von vornherein nur dazu da ist, genau von Larsen wie uns oder von Twitter auseinandergenommen zu werden. Ja. Und da muss ich sagen, da war ich erleichtert, dass sie das in sich eigentlich schon ernst genommen haben. Also sie haben keine Ironie durchblicken lassen, an keiner Stelle. Außer bei Kalmunds Blick. So. Und aber als Alexander Klavs mit den Kindern redet und dann einen Moment Pause, Selfie, das ist eine das ganz bewusst gewählte Pointe. Toll, ja. Aber ziehen wir die zwei Gags mal ab, sie haben es aber ernst genommen. Sie haben jetzt kein Ironiefest ausgemacht. Und nee, zum Glück nicht. Nee, aber ich glaube, wir hätten halt viel größere Schwierigkeiten gehabt. Es wäre wahrscheinlich unansehbar gewesen, wenn die daraus wirklich eine Gag-Veranstaltung gemacht hätten und noch so wie die ProSieben-Märchenstunde da so was hatte ich auch gerade angeboten. So. Von daher, das ist eigentlich auch richtig gedacht, aber man muss sich halt wirklich hinterfragen, wenn das bedeutet, dass das live ist und man das irgendwie nur mit den Mitteln, die man da zur Verfügung hat und wie man das in so einen Abend gequetscht kriegt, vielleicht muss man es dann auch nicht live machen. Vielleicht überlegt man sich halt, wie man diese Geschichte halt trotzdem anders erzählen kann. Aber dann ist die Meldung weg und ich glaube, das ist genau das, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, weil die Meldung war live
und deswegen wollte man das sehen und das macht es zum Event. Genau. De facto aber hat dieses Live am, neben dem RTL-Logo es eigentlich wesentlich schlechter gemacht, weil das heißt eben, dass auch die Sachen, die dann aus meiner Sicht voraufgezeichnet waren, trotzdem dann nur mit so einem Live-Kamerabesteck eben am Vortag wahrscheinlich mal eben so abgefilmt wurden mit so Studiokameras und eben ein bisschen Licht. Und das sah eben über große Teile ultra beschissen aus. Die Settings sind natürlich, entschuldigt bitte, liebe Essener und Essenerin, auch hässlich und beschissen. Und am Ende war sehr viel hässlich und beschissen. Und ich frag mich, also mein Lieblingsding war Ella Endlich, läuft durch eine, wo man sich auch gedacht hat, ach, guck mal da, Essen. Durch so eine, ich glaube, auf dem Burgplatz im Innenhof dieser Burg oder so. Ich weiß es nicht, ja. Kenne mich da nicht aus. Aber das sah wirklich schön aus und man hat so, ich will es jetzt mal Plansequenz nennen, also die Kamera lief vor ihr her und sie hat gesungen. Und dann so auf den letzten 10 Metern, bevor sie zum Publikum kommt, sieht man da Dixi-Klos stehen und einen Bauzaun. Und der Bauzaun hatte keinerlei Sinn. Also da hätten nur irgendwie 2 Aufnahmeleiter den schnappen müssen, 3 Meter nach rechts schieben. Ja. Und so war, also das war dann schade, weil das hat dann, das ist der Moment, wo es dann auch ein bisschen lieblos wirkt. Und das hat es ja nicht verdient, ist es ja. Wobei, wenn dann an dem Bauzaun wieder so ein Schild dranhängt, Achtung, Kreuzigung, Elternhaften für ihre Kinder, wäre es ja schon wieder stimmig gewesen. Ja. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt war, was wir noch nicht gesagt haben, und ich glaube, was Menschen, die nicht beim Fernsehen sind, auch gar nicht vielleicht zwingend merken, ist, dass bei einem Live-Event, wo es vor allen Dingen nicht um Dialoge geht, sondern es fast dieser Musical-Charakter im Vordergrund steht und es eben um Gesang geht, da erwartet man ja eigentlich auch, dass live gesungen wird. Und meiner Einschätzung nach hat eigentlich nur Ella Endlich live gesungen. Aber Klavs doch und auch, der Rest, oder? Hat Klavs nicht und auch der, ja, der Rest Klavs? War, also ich würde sagen, 80% Vollplayback oder ja. Zumindest Songs, die eben vorher eingesungen wurden und dann abgespielt wurden zu den Mundbewegungen. Anders ist es wahrscheinlich auch häufig technisch nicht machbar. Aber auch das finde ich so ein bisschen mau. Also wenn du eben sagst, wir fangen da an im Linienbus und da singt ihr schon die erste Nummer und das ist die erste Schalte, dann denkst du erstmal, wow, aber wenn du dir vergegenwärtigst, dass da einfach ein Vollplayback läuft und die Bilder wurden halt einfach vorgestern im Bus schnell runtergedreht, dann ist das Ganze auch nicht mehr so eine große Jakob, Kunde. Ich weiß gar nicht, also vielleicht bin ich jetzt auch naiver, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die es aufgezeichnet haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie das wirklich so geplant haben. Das ist ja jetzt auch keine Hexerei. Der ist einmal im Bus, dann ist der. Ich weiß es nicht. Aber das im Bus haben sie also schon aus gut informierten weil das Licht noch anders war, ne? Überwiegend aufgezeichnet. Aber mal eine andere Frage, weil das haben ja unter anderem hat auch. Hat man auch übrigens an einer Szene gesehen, da regnet's. Ja. Da regnet's. Ich glaube, das war dann da in dem Zeche Zollverein-Szenen. Ja. Da regnet's und Leute vor Ort, liebe Baywatch-Judas, haben mir geschrieben, es hat also an diesem Abend nicht weitergeregnet. Ja, Zeche Zollverein ist ja auch ein paar Kilometer entfernt, ne? Also die sind da ja einerseits in Essen City und dann andererseits Zeche Zollverein, die ist ja jetzt, also ich meine, wir reden hier über eine ehemalige Zeche, die ist ja nicht direkt neben dem Rathaus. Also von daher, also selbst im Ruhrgebiet hat man nicht so geplant, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Also von daher werden die natürlich auch ein bisschen was voraufgezeichnet haben, aber nochmal eine andere Frage, weil unter anderem ja auch Deutschlands prominenteste Fahrradhelmrentner die Frage aufgebracht haben, was ist denn mit den Rechten eigentlich an der Musik? Also das würde mich ja schon mal interessieren, die müssen ja alle ihre Zusage gegeben haben, die Menschen wie Sarah Connor oder Silbermond, Revolverheld, was mir besonders gut gefallen hat, die haben ja auch von Xavier Naidoo und wenn ein Lied deine Lippen verlässt oder so gesungen, wie haben die denn die Rechte geholt? Ich habe gesagt, gerade so in so einem, entschuldigen Sie bitte, ich will Sie jetzt hier in diesem unterirdischen Tunnel gar nicht weiter dabei stören, die 150.000 Kinder zu befreien, aber könnten wir vielleicht die Rechte an dem Song haben, lieber Xavier Naidoo? Ist schon irre, aber es geht ja gar nicht anders, du kannst ja nicht so ein riesen Live-Event machen und dann sagen, ja, ah, das wird schon passen, da wird sich schon keiner beschweren von diesen Großkünstlern. Das mal nur so am Rande. Das war schon toll. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es ist, wenn man den Song 1:1 singt und nicht verändert. Und die Textteile verändert. Und ich glaube, da muss man die Rechte gar nicht einholen, ehrlich gesagt. Stimmt, du hast recht. Genau, dann ist es, glaube ich, wirklich kein Problem. Ja. Dann kannst du es halt singen. Ansonsten, aber die Cameos und so, also Martin Semmelrogge als Barabbas. Oh, da ist interessant, dass sie, Sie haben Martin Semmelrogge, das war der Einzige, der hat kein Mikro gekriegt, ne? Ja.
die haben besser ist, ne? Die hatten viel Mut an dem Abend, ne? Und die haben viel gewagt, aber die wollten kein Mikro bei Martin Semmelrock und hatten recht damit. Das hat man schon gespürt. Da hatten sie auch verdammt, weil der wäre natürlich, der hätte natürlich nochmal richtig fünf Minuten hätte er sich genommen. Ja. Wen wollt ihr sehen? Wen wollt ihr noch mehr sehen? Wer will noch Geburtstagsgrüße von mir? Hier, also, ja, ja, vor allen Dingen Barabbas, Terrorist Barabbas, der damals Herodes im Schloss Garten, die Gartenmöbel geklaut hat. Man erinnert sich an die Geschichte, die Stelle in der Bibel. Aber ist geil, auch so, es war schon. Ich muss RTL wirklich, auch weil ich natürlich bei diesem Sender noch was werden möchte, muss RTL da aber auch mal Respekt zollen, dass sie das einfach machen, dass sie sich das trauen, dass sie sagen, komm, scheiß drauf. Und ich glaube, auch eingedenk dessen, was ihr gerade richtigerweise gesagt habt, was das Technische angeht, das Inszenatorische, was ja eine völlig richtige Kritik ist, ich glaube, da ging es in erster Linie heute auch erstmal darum, es in Anführungsstrichen zu schaffen, das hinzukriegen, logistisch, dass das alles passt. Und das, was ihr da zu Recht moniert, sind dann, glaube ich, einerseits also textliche, inhaltliche, auch Haltungsfeinheiten und diese ganze ästhetische, also ganz viele Dinge, die werden sie im nächsten Jahr, und ich bin mir sicher, sie werden es wieder machen. Ach. Das werden sie dann auch schon, ich glaube, das machen die wieder. Die werden das aber 1:1 wieder machen, weil die werden jetzt geblendet von der Quote. Also egal wie, man kann es ja drehen, wie man will, das wird erfolgreich sein, würde mich sehr wundern, wenn nicht. Mhm. Und ich finde es auch berechtigt, weil wann in diesem Jahr sitzen wir nochmal vor irgendeinem, versammeln wir die halbe Firma vor dem Fernseher und sagen, ESC das und Wetten, das, Schmidt. Ja. Das sind vielleicht wahrscheinlich noch die Einschläge, die ESC. Wir mitnehmen. ESC, ja gut, ja. Ja, aber wir wollen doch auch, deswegen schauen wir ja auch live, weil wir ja wollen, dass was schief geht, dass da irgendwas in die Buchse geht, dass man sagt, ach guck mal, kennst du den nicht? Zum Beispiel einer der Kreuzträger, Murat hieß er, ist derselbe, der der Schönheitsdoc ist, der vom Wendler verklagt wird gerade. Ach echt? Ja, das will man doch, wenn man so eine Sendung guckt, dann will man doch sagen, guck mal, Moment mal, den kenne ich doch, der wird doch gerade vom Wendler als Schönheitsdoc verklagt. Noch so ein, also es ist der Abend der Wunder, das muss man einfach so sagen. Ja. Herrschaften, wir müssen zu einem Fazit kommen. Möchte jetzt nochmal von Ihrem Fazit hören und damit endet diese Folge wahrscheinlich auch. Also für mich muss ich sagen, mein Fazit ist Bibelkitsch der ersten Kajüte. Klasse, gerne wieder. Ja. Absolut. Also ich sage es ganz klar, das Set, das Licht, die Songs, alle Banger. Ich gebe 5 Sterne. Nein, einen muss ich abziehen, der war von Gil Ofering. Naja, wie auch immer. Also ich finde es fantastisch. Wirklich ganz, ganz großartig. Bin wirklich absolut begeistert. Ja, ich habe auch, also bei aller Kritik, die wir jetzt hier irgendwie rausgesagt haben, das ist natürlich wirklich, ich habe ernsthaft und unironisch Hochachtung vor dem Mut. Ich habe unironisch Hochachtung vor der Leistung von allen Leuten, die da mitgewirkt haben. Ja. Und ich will das genau so gerne wiedersehen. Ja. Na, ich fände es gut, wenn man sich mal eine Geschichte wagt, die mir nicht schon von der Bibel gespoilert wird. Ja. Also das war jetzt leider zu vorhersehbar. Ich würde eine neue Geschichte wünschen. Wir haben übrigens noch aktuelle Pressestimmen. Lieber Jesus! Du musstest dir einiges bieten lassen. Verraten, verkauft, ausgepeitscht, ans Kreuz genagelt. Nach dieser Prozedur hättest du an Ostersonntag gewiss nicht den Stein beiseite geräumt. Du wärst in der Höhle geblieben und wärst vor aller Heiligen nicht wieder rausgekommen. Du hättest dir die Hände vors Gesicht geschlagen und gehofft, dass durch die Löcher im Handrücken nichts von dem Elend an eine gebeutelte Netzhaut dringt. Was für ein unglaublicher Frevel. Die Passion Christi als Laienschauspiel beim Bohlensender. Die Kreuzigung als Dschungelprüfung in der Essener Innenstadt. Der Gang nach dem Ölberg vorbei an Pimki und der Konditorei Kötter. Der RTL-Foltergarten. Wie lächerlich. Du bist der Sohn Gottes, nicht Gottschalks. Jesus ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Nicht der Heiland von der Currywurstbude. Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln. RTL, die größte Geschichte der Welt. In die Hölle. Ich wollte Unterhaltung. Ich bekam die Dornkrone. Herzlichst, dein Franz Josef Wagner. So, haben wir das auch erledigt. Schön, das heißt, vielen Dank, kann man sich mit Herz. Ja. So ist es. Vielleicht enden wir so wie immer. Alles Liebe, alles Gute. Amen. Am Dienstag würde ich gerne noch sagen. Am Dienstag haben wir den Staffelstart von Joko und Klaas gegen ProSieben. Das haben wir nämlich in der regulären, in der ersten Hälfte von Baywatch Berlin, das wir ja schon am Montag aufgezeichnet haben. Wir befinden uns ja quasi in einer Zeitreise, es ist ja alles ganz kompliziert. Haben wir das vergessen, natürlich. Aber am Dienstag beginnt die neue, ganz fantastische Staffel von Joko und Klaas gegen ProSieben. Darauf möchte ich noch hinweisen, 20.15 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt. Und ansonsten hoffe ich, dass das nur annähernd so eine Zugkraft hat
wie heute die Passion auf RTL. Ich finde das richtig traurig, dass du die Leiden Jesu für deine billige Werbemasche missbrauchst. Das ist nicht mehr mein RTL. Drei Kreuze RTL. Hoch dafür. Danke, Ende. Ciao. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.